Einen wunderschönen guten Abend und euch allen ein gesundes, glückliches, neues 2013. Ich bin schwer begeistert, dass ich heute, nee, dieses Jahr mal als einer der Ersten, ich glaube, die German Racers sind auf dem anderen Kanal noch, in dem neuen Jahr hier einen Broadcast machen darf auf meinem eigenen Sender. Das ist sicherlich eine ganz großartige Geschichte und das viel großartigere daran ist, dass wir heute dann auch gleich mit einem echten Highlight hier am Start sind, nämlich mit der Race Day Speed Association, der GT Wintermeisterschaft hier auf dem Norrisring. Und ach, was soll ich sagen, Norrisring, das letzte Mal selber kommentiert 2011 im Frühjahr im Rahmen der GT1 Langstreckenserie auf Simracing.org zusammen mit Harald Galinis. Damals mit 40 Autos über 6 Stunden Norrisring. Das war der Brüller. Das war eins der geilsten Events, was ich jemals moderieren durfte. Und heute hier in der Race Day Speed Association einmal 20 Minuten und einmal 40 Minuten Sprint und Hauptrennen. Und jetzt gucken wir mal, ob da schon jemand da ist. Genau, da ist nämlich unser, ja, wie soll man sagen, Streckeninstruktor und Ligaleiter und weiß ich nicht, was noch alles. Hallo Jens, herzlich willkommen und auch dir ein gesundes neues Jahr. Hallo Lutz, auch dir ein frohes neues Jahr. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ein Gruß an alle da draußen, auch für euch alle. Ein tolles neues Jahr. Wir werden dieses Jahr, denke ich mal, direkt mit einem Knaller beginnen. Du hast es gerade schon gesagt. Norrisring mit diesen Autos. Ich habe vorhin mal drüber nachgedacht, wer diese Strecke vorgeschlagen hat, wer dafür abgestimmt hat. Es wird heikel. Aber du hast es ja selber gesagt. 2011 haben wir hier ein ziemlich geiles Rennen gesehen und erlebt. Ein Team von uns war ja auch mit am Start. Also es geht. Man kann hier richtig geile Rennen fahren. Definitiv. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das auch funktioniert. Und ich guck mal, du bist ja heute ja ziemlich weit hinten. Und ja, dann, nee, da bist du nicht mehr. 11 ist gerade einer rausgegangen, genau. Ja. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir den Jens in seinem Aston Martin. Und ja, Jens, dann ja, hast du ja noch ein bisschen... Heute nicht zu erzählen. Nee, das ganz sicher nicht, aber immerhin... Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Wir haben hier eine wunderbare, schöne lange Gerade. Bietet sich einfach an für Windschatten, weil es geht dann direkt in einen U-Turn. Hat hier diesen schönen Rechtsknick, danach das Auto gerade stellen. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Ich bin auch irgendwie von der Taste abgerutscht beim Bremsen. So, da bin ich wieder Richtung Schallers. Ganz heikel, weil man fährt hier wenig Flügel. Und das Auto will überall hin, nur nicht um die Kurven. Und da muss man sich hier mal den Außenspiegel abfahren und dann hier den anderen. Dann ist man schnell. Und dann geht es wieder runter zur nächsten Spitzkehre. Auch hier der Blick voll, Auto gerade, Auto zusammenbremsen. Irgendwie stabil halten, möglichst diese Curbs hier nicht berühren, wenn man das macht. Ich zeige das mal. Das Auto wird sofort instabil. Und man verliert ein Zehntel vorausbeschleunigen und die Meute ist weg. Das werde ich heute mit meinen 40 Kilo ständig erleben, aber egal, das wird ein tolles Rennen werden. Definitiv, ja. Ja, zu den Gewichtsstrafen kommen wir noch, da werden wir ein bisschen noch was zu erzählen. Und das ist sicherlich auf alle Fälle erzählenswert, weil das System, wie hier Strafen vergeben werden, ist meines Wissens einmalig. Und mein lieber Jens, dir wünsche ich, naja, sehr weit von der Strecke abkommen kannst du ja nicht. Also ich soll dir auch vom Arne irgendwie ausrichten, du hast dein großes Bedauern jetzt schon, weil es wird sicherlich viel Bewegung geben im Feld, ja. Und das alleine irgendwie im Überblick zu behalten, also ich bin mal sehr gespannt, ich werde es mir heute Nacht wahrscheinlich nur anschauen. Ja. Also, nein, ja. Alles klar, also den Fahrern natürlich auch alles Glück der Welt, das werden sie brauchen können hier auf dieser Strecke und ich naja, die ganze Zeit schon, wie wir hier auf dieser Strecke mit 20 Startern eine freie Lücke finden fürs Qualifying, weil so lange ist das Qualifying ja nicht, ne? Ja, richtig, oh. Richtig, aber muss halt passen, ne? Und mal schauen, wie viele Fahrzeuge jetzt gleichzeitig an der Ampel stehen. Alle. Wenn, ja, wahrscheinlich stehen da alle, genau. Ja, alles klar, wenn einer pfiffig ist, wartet er die 30 Sekunden, ja, dann hat er eine freie Runde. Ja, lasst uns beginnen hier und Jens stellt gerade sein Auto in die Box und in wenigen Sekunden beginnt dann das Qualifying hier und ja, und dann drücken wir mal allen ganz doll die Daumen. Ja, dir viel Spaß, bis nachher. Alles klar, ich werde den Spaß haben, mal gucken, wie es bei euch wird. ja, wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, das letzte Mal hier im Frühjahr 2011 mit Harald Galinis auf der damals fast brandneu
gemoddeten Strecke hier von Com8, vom Alex Humler. Und das ist natürlich immer ein Leckerbissen, eine Strecke von dem Jungen. Und hier jetzt dann auch das richtig gut gemacht. Ich meinte, wir hatten damals noch ein paar Sachen umbauen müssen, weil halt deutlich mehr als die möglichen 30 Fahrzeuge dort auf der Strecke waren. Und es war ein Hammer-Hammer-Rennen. Es war wirklich unglaublich spannend. Und ja, und hier geht es jetzt nicht über 6 Stunden. Hier geht es einmal 20 Minuten und einmal 40 Minuten. Die 40 Minuten beginnen dann in umgekehrter Reihenfolge des Ergebnisses des ersten Laufs. Ja, also das wird sicherlich dann auch nochmal für zusätzlich Zündstoff sorgen und erfahrungsgemäß alle Rennen, die wir bis jetzt hier übertragen haben von der Race Day Speed Association, waren sowas von hammerharter Rennsport, haben so viel Spaß gemacht, den Fahrern wie auch mir hier in der Moderatorenkabine, dass man einfach nur noch sagen kann, Leute, bleibt hier bloß dran, guckt euch das an. Und ja, also wenn einer noch irgendwo mal alle 14 Tage donnerstags mit hat, meldet er sich hier in der Race Day Speed Association an. Und immer schön mit einem Minus dazwischen. Ich glaube, unten ist es eingeblendet. Und dann könnt ihr hier wirklich richtig gute Action erleben. Die Jungs machen noch viel, viel mehr. Die Race Day Speed Association ist die größte Community im Bereich Bergrennen. Wir haben erst kurz vor Weihnachten eine ziemlich spannende Übertragung gehabt, bei der die drei größten europäischen Bergrenn-Communities ein Event veranstaltet haben. Das war ziemlich, also es ist keine Rundstrecke, also die Spannung von der Rundstrecke hat man natürlich beim Bergrennen weniger, aber es war schon doch interessant zu sehen, was da alles möglich ist und in ganzen verschiedenen Klassen, und das hat schon Spaß gemacht, also muss ich ehrlich sagen. Und da machen die Jungs halt ganz viel, auch in Real. Die sind da auch mit irgendwelchen Fahrern da real verbandelt und auch Veranstaltern. Das heißt, es gibt hier auch Bergrennveranstaltungen, die parallel zu den realen Veranstaltungen laufen. Also das ist ganz ordentlich, was hier gemacht wird. Und dann kommen wir, haben ja noch ein bisschen Zeit momentan, der Robin Frischkopf steht auf der 1 momentan, was jetzt mich dann doch schon ein bisschen verwundert, ganz ehrlich sagen, und nicht erwartet, aber gut, der hat nämlich ein bisschen Gewicht im Auto, der gute Robin. Ja, nichtsdestotrotz, also mit den Gewichtsstrafen hier, das ist eine ganz ausgeklügelte Geschichte. Also man bekommt hier nicht nur Gewichtsstrafen für gute Positionen, die man im Rennen eingefahren hat, sondern es gibt hier nochmal zusätzlich, wenn auch wenig, aber immer so ein bisschen Zünglein an der Waage, Ehrenblei für die ersten drei Meisterschaftspositionen. Und somit muss man tatsächlich jedes Mal erst nachlesen, wie die ganze Geschichte wie sich das mit diesen Gewichten verhält, und das sieht momentan so aus, so ich den jetzt die Seite mal bekomme, genau, da haben wir sie, und da gucken wir mal, Kevin Flitsch, ach, der Jens, der lügt ja, was das Zeug, naja, er hat nicht ganz gelogen, der sagt, der Kevin hat auch so viel, der hat sogar noch 5 Kilo mehr, also Kevin Flitsch hier, momentan war er auf Position 7 im freien Training, mit 45 Kilo, Edgar Ostermann mit 15 Kilo, Robin Frischkopf 30 Kilo, der steht nach wie vor noch auf der 1, das wird zwar nicht mehr sich lange halten, aber immerhin, und Micha Gehrig mit 15 Kilo und wie erwähnt der Jens Burkott 40 Kilo. Also das sind definitiv Handicaps bei diesen Fahrzeugen. Die Autos stammen, haben die Cracks sicherlich schon erkannt aus der Endoracer-Serie, sind hier angepasst auf die GT2-Physik. Also hier sind schon auch noch, ist auch ein Aston Martin mit dabei, beziehungsweise ein der Lamborghini fährt hier mit, die Corvette ist hier mit dabei, das sind ja die aus der Enduracers Mod in der GT1 befindlichen Fahrzeuge. Ja, und da ist halt wegen der Markenvielfalt hat man die hier ein bisschen zusammengewürfelt. Macht aber nichts, weil letztendlich fahren die Autos sich ganz fantastisch, so wie man das kennt von der Enduracers, also ziemlich zickig auch. Und ich glaube, hier fährt man auch ohne Traktionskontrolle, also von daher ist das ganz schön heavy, das Ganze.
Also schauen wir mal. So, dafür sind allerdings die Schadenseinstellungen sehr moderat gewählt. Das heißt, wenn man hier einschlägt, kann man erstmal das Rennen zu Ende fahren. Also das heißt jetzt nicht, dass bei jedem kleinen Einschlag das Auto gleich gelb oder gar rot wird. Also die beschädigten Stellen, sondern man kann dann erstmal weiterfahren. Natürlich bei besonders heftigen Einschlägen immer ein bisschen seltsam aus, so Überschläge oder sonst dergleichen, wenn das Auto dann weiterfahren kann, aber letztendlich geht es um den Spaß der Fahrer und der soll erstmal da sein und ja gut, er ist genug bestraft, dass er erstmal die Zeit verliert durch den Unfall, da muss er nicht noch bei einem 20-minütigen Sprintrennen nochmal unbedingt in die Box fahren, um reparieren zu lassen, von daher ist das schon in Ordnung. So! Aus hier, Robin Frischkopf auf der 1 vor Dennis Erna und der ist nur 3.000stel dahinter, wir haben es vorhin gehört, bis Platz 15 waren die innerhalb von einer halben Sekunde, was auf jetzt, ist jetzt auf der Strecke nicht zwingend ein Problem oder ein Wunder, aber gut, Dennis Erna jetzt mit 38.000stel Vorsprung, jetzt weiß ich nicht so ganz genau. Ist er jetzt hier ein bisschen rausgedriftet? Das könnte die 38.000 schon wieder gekostet haben. Ja, hat sie auch. Und sogar noch ein bisschen mehr. Nämlich 0,123 Sekunden Rückstand hier für den Dennis. Und das jetzt wird mit Sicherheit auch keine super Runde mehr. Jetzt gucken wir mal zu Micha Gehrig, der mir von Rennen zu Rennen immer besser gefällt. Also der Junge, letzte Saison eher noch im Mittelfeld unterwegs, mit hin und wieder mal so Richtung Podest schnuppernd, also Platz 5, Platz 4. Dieses Jahr mehrmals richtig gut unterwegs. Leider dann auch immer mal ein bisschen Pech. Und jetzt hat er hier auch noch Verkehr, also da kann er gar nicht so wahnsinnig viel machen. Ich denke mal, das wird jetzt auch keine besonders gute Zeit. Oh, so schlecht ist er nicht. So, das war nicht wesentlich langsamer als das, was Dennis Erna eben gefahren hat, so Edgar Ostermann. Das ist immer unser Special hier. Ich glaube, der hat so manche Bemerkungen von mir auch schon hin und wieder mal persönlich genommen. Das ist aber überhaupt nicht so zu werten. Edgar hat halt einen ziemlich, naja, aggressiven Fahrstil und zum anderen ist er ein super Schneller. Das kommt noch dazu. Und hier mit 15 Kilo unterwegs, also gleich das Handicap. Schauen wir mal, was er eben, damit auf Platz 4 ist jetzt so schlecht nicht. Jetzt müsste man natürlich mal in Erfahrung bringen, was hier 10 Kilo ausmachen auf dieser Strecke, wie viel Zeit es kostet. Aber das ist wahrscheinlich schwer hier aus meiner Position auszurechnen. Es müsste schon ein Fahrer, der in der Lage ist, mit diesen Gewichten dasselbe Auto entsprechend gleichmäßig zu bewegen. Also wird wohl eher schwierig. Ich selbst bin noch gar nicht so wirklich angekommen in diesem 2013. Ich bin irgendwie noch so ein bisschen in der Silvesterfeier und ein sehr, sehr schönes Silvester, ein sehr ruhiges Silvester in der schönsten Stadt Europas, möchte ich meinen. Budapest, es war ganz, ganz toll und ja, man hat dort nicht so die Tradition dieser wahnsinnig großen und Feuerwerke und jeder auch irgendwelche Knaller in der Tasche, also das spart man sich dort eigentlich Gunsten von ziemlich ausgelassener Stimmung in den Kneipen und in den Bars und in den Diskotheken, also mal so ein bisschen rumgepilgert und von ja so 10:30 an so durch mehrere Bars geschlendert, man wird permanent eingeladen von irgendwelchen Leuten, die ja einfach am Nachbartisch stehen oder auf der Straße, ja, wir machen eine Homeparty, habt ihr Lust, keine Ahnung, also ist uns auch passiert. Es ist ein ganz, ganz tolles Volk, also macht unheimlich viel Spaß da und ja. Und das Schöne ist, aufgrund der österreich-ungarischen Vergangenheit haben die Jungs natürlich da unten oder die Mädels natürlich auch, sprechen die fast alle wenigstens etwas Deutsch. Und mit Englisch kommt man auch überall hin, also oder überall durch. Also das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen ins Land. Und einigermaßen günstig ist es auch noch für Euro-Besitzer. Also von daher. Ja. So. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, wir werden hier trotzdem mit
es irgendwie in die Reihe kriegen, dieses Rennen zu moderieren. So, Edgar Ostermann kommt hier nicht weiter nach vorne, aber wir haben einen neuen Führenden, den habe ich fast übersehen. Danny Volkert hat die Führung übernommen, aber ich glaube, das Auto ist nicht mehr so ganz das. Er kommt hier auch in die Box. So, und Dennis Erner ist mittlerweile auf die 2 gefahren, während Robin Frischkopf in der Box bleibt. Und ich glaube, der ist mit seinem dritten Platz mehr als zufrieden. Micha Gehrig jetzt Vierter. Und jetzt wird es halt natürlich verdammt eng. Er hat noch 5 Minuten. Jetzt weiß ich nicht, wie lange er schon draußen ist. Müsste man jetzt nachschauen. Ist aber nicht so wichtig. Auf alle Fälle fährt er jetzt noch eine Runde und holt sich jetzt vielleicht auch ein bisschen Windschatten. Wir gucken das mal hier uns aus dem Cockpit an. Oh, und das ist eigentlich so, ja, ich will nicht sagen die, aber eine der heikelsten Kurven. Und da muss man ganz klar sagen, also diese Grundigkehre, da muss man ganz klar sagen, da rappelt es eigentlich am meisten. Ich kann mich nur an den Carrera Cup letztes Jahr erinnern, dort hier auf dem Nordostring, da hat es ja mörderisch gescheppert. Der Bachler hat das halbe Feld zusammengeschoben, ich weiß nicht wer noch, war noch irgendeiner. Und das ist das Anbremsen dieser Grundigkehre ist wirklich hohe Kunst, definitiv. Also hier das Auto so abgestimmt zu bekommen, dass es nicht, dass die Bremsbalance nicht so weit vorne ist, aber trotzdem das Heck nicht kommt, das ist wirklich richtig Kunst. Und ja, da werden wir mal schauen, wie die Herrschaften hier der Race Day Speed Association das hier in den ersten Runden gemeistert kriegen, zumindest in der ersten Runde. Danach erfahrungsgemäß so, dass die Abstände erstmal so sind, dass man sich für die zweite Runde erstmal keine Gedanken machen muss. Naja gut, stimmt auch nicht immer und überall, aber im Großen und Ganzen passt das schon. So, und ja, wenn wir mal gucken, was die dann machen. Hinten in der Dutzend-Teichkehre, da ist das alles nicht so mehr das Problem, also kurz vor Startziel, letzte ja, Kehre, das ist ja, da hat nicht so die Geschwindigkeit und da kann man das besser abschätzen. Man kann außen anbremsen, man kann innen anbremsen. Also das, da ist das kein Drama, aber hier die Grundigkehre ist wirklich ein Brüller. So, jetzt, ja, und wenn man hier zu innen, zu weit innen rauskommt, wir sehen es hier, der Micha Gehrig beim Rausbeschleunigen kommt das Heck kurz und ja, dann verliert man da entsprechend Zeit. Also momentan geht es für ihn hier nicht weiter nach vorne. Momentan, oh, und was habe ich erzählt, was habe ich gesagt? Edgar Ostermann fährt noch wahrscheinlich mit einer Glücksrunde auf die Position 2. Dominik Smoll verbessert sich auf die 7. Jens Pockert mittlerweile wenigstens auf der 8. Kevin Flitsch nur Platz 10. Das würde zu... Oh, upsala. Ja, hier haben wir das so ein bisschen gesehen. Ja, es bestätigt so ein bisschen das, was Jens vorhin sagte. 40 und 45 Kilo. Er jetzt auf 8. Der Kevin Flitsch auf der 10. Wenn wir uns das hier mal richtig anschauen, wir sind hier bei Platz 14 bei 0,450 Sekunden. Das heißt, bis Platz 19 alles innerhalb von einer Sekunde. Also außer Günther Karrer, der hat nochmal irgendwie noch nicht wirklich seinen Rhythmus gefunden. Das war auch eben der Ferrari, den wir hier eben gesehen haben, der da so ein bisschen quer stand. Also Günther Karrer, der einzige jetzt hier im Feld, der noch nicht so wirklich grün ist mit der Strecke. Und was man allerdings... die Rate hätte ich höher eingeschätzt. Also ich hätte hier eher vermutet, dass hier wenigstens 3, 4 Fahrer sind, die hier sagen, Mensch, ey, ach, lasst mich bloß da hinterher fahren und macht mir keinen Stress. Also das ist tatsächlich so. Ja, und wir sehen, er hat sich jetzt zwar nochmal ein bisschen verbessert, sogar in allen 3 Sektoren Bestzeit gefahren, aber es reicht natürlich immer noch nicht, um von dem 20. Platz wegzukommen. 20 Fahrzeuge haben wir hier heute auf der Strecke und ich denke mal, das ist Obsala. Jo, na, da muss er auch jetzt mal einsehen haben. Der Günther fährt hier auch seine, versucht hier auch Zeiten zu fahren und ist mit 7 Zehnteln zumindest, also wenn er die nach Hause fahren würde, wäre er zumindest auf Platz 17. Naja, das war's dann wohl. Ja, nee, hui, da hebt er die Beinchen, der Ferrari. Vielleicht hilft dem Günther mal jemand mit dem Setup aus. Ich
glaube, dass das eher Abstimmungsprobleme sind hier, die er hat. Nicht so sehr fahrerische. Ja, da hat er nochmal massiv Zeit verloren. Also Günther Karrer momentan der Einzige, der hier noch nicht so wirklich klarkommt. Ansonsten Danny Volkert hier nochmal auf Bestzeitkurs. 21.000stel. Jetzt weiß ich allerdings nicht so wirklich, war er da schon vorbei an Günther Karrer oder... Ja. Fakt ist, im freien Training habe ich hier jede Menge Blech gesehen. Also rumliegendes. Ne? Also da gab es wirklich massive Blechschäden oder Karosserieschäden. Wie auch immer, so viel Blech ist ja da nicht mehr dran. Ja, 4000stel nochmal verbessert seine Zeit hier Danny Volkert. Also da denke ich mal, das dürfte einigermaßen safe sein. Auch wenn der zweitplatzierte Edgar Ostermann lediglich 47.000stel dahinter ist. Und dann sage ich mal die Abstände, die dann, wie das dann weitergeht. 5000stel Rückstand auf Ostermann Dennis Erner. 6000stel Rückstand auf Dennis Erner Robin Frischkopf. 16000stel Rückstand Micha Gehrig auf Robin Frischkopf. Stefan Hauenstein hat 78.000stel Rückstand auf Micha Gehrig. Dominik Smoll hat 2000stel Rückstand auf Stefan Hauenstein. Jens Purkott 24.000stel hinter Dominik Smoll. Jens Erner auf Platz 9, 4.000stel Rückstand auf Jens Purkott. Und machen wir das jetzt nur bis Platz 10, sonst quatschen wir hier morgen früh noch. Kevin Flitsch nochmal 13.000stel auf Jens Erner. Das macht für die Top 10 einen Gesamtabstand, also der 10. ist 0,195 Sekunden hinter dem Führenden. Leute, ich kann es nicht glauben. So. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Warm-up. Hoffe ich jedenfalls. Das nutzen wir dann zum einen, um frischen Kaffee zu holen und zum anderen, um es ein bisschen mit dem Meisterschaftsstand hier zu beschäftigen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob hier jemand fährt oder nicht. Momentan doch irgendwie der Ralf Minwegen ist, glaube ich, unterwegs. Nee, das ist noch das Ende des Qualifyings. Der ist jetzt nur in die Box gekommen. Ja, alle ganz brav jetzt. Das heißt, wir schalten jetzt in Kürze erst um zum Warm-up. So, und wir machen derweil mal die Startaufstellung. Zumindest erstmal die ersten drei Startreihen. Da steht Danny Volkert neben Edgar Ostermann. Startreihe 2 für Dennis Erner und Robin Frischkopf. Und in Startreihe 3 der Micha Gehrig und unser Shootingstar der diesjährigen Saison, Stefan Hauenstein. So, das sind die ersten drei Startreihen. Den Rest machen wir dann zum Beginn des Rennens in der Formation Lab. So, jetzt widmen uns jetzt der Drivers Championship hier in der Race Day Speed Association. Und da sieht es ziemlich cool aus für Robin Frischkopf. Der führt dieses Ganze nämlich an mit 106 Punkten. Und der Robin hat ja auch entsprechend Strafgewichte. Das heißt, es gibt da wohl 15 Kilo. Er hat irgendwie 15 Kilo noch vom letzten Rennen und 15 Kilo für seine Position 1 in der Meisterschaft und somit 30 Kilo Zusatzgewicht insgesamt. Dann haben wir auf Platz 2 den Kevin Flitsch mit 100 Kilo. Und mit 100 Punkten. Und der führt natürlich auch die die Gewichtsmeisterschaft an, nämlich mit 45 Kilo fährt er heute hier rum. Jens Purkott auf Platz 3 mit 92 Punkten. Dann Edgar Ostermann ganz knapp dahinter mit 89 Punkten auf Platz 4. Danny Volker mit 78 Punkten auf Platz 5, Platz 6, Dennis Erner mit 77 Punkten, also ein Punkt nur dahinter. Stefan Hauenstein ebenfalls 71 Punkte, Micha Gehrig 67 Punkte, Jan Baskenis 51 Punkte und Platz 10 für Dominik Smoll mit 50 Punkten. Also sehr, sehr eng. Und wir werden sehen, was am Ende hier steht. Drei Renntage haben wir noch, also von daher
jede Menge Möglichkeiten, noch Punkte einzufahren. Dann haben wir hier auch eine Team-Championship. Allerdings muss ich da ehrlich gestehen, damit habe ich mich noch nie so wirklich befasst, weil das Ganze doch mehr oder weniger so ein bisschen fahrerorientiert ist, diese Meisterschaft. Aber nichts anderes als das RSA Founder Team, da weiß ich es zumindest mit Arne Bachem und Jens Burkhardt, die sind hier auf der ersten Position mit 114 Punkten, Monster Racing mit 114 punktgleich mit RSA Founder. Und dann haben wir das Team X-Ray Swiss mit dem Patrick Flüglis-Thaler und dem Robin Frischkopf hier auf Position 3 mit 113 Punkten. Also die ersten drei getrennt durch einen Punkt. Das nenne ich doch mal richtig spannend. So. Gucken wir mal, ob wir hier einen auf der Strecke haben. Ja, der Danny, der versucht jetzt hier irgendwie noch seine Start-Performance zu verbessern. Ja, da müssen wir mal schauen, ob ihm das gelingt. Wir werden es sehen in Kürze, in 2 Minuten hier zum Rennstart. Edgar Ostermann holt sich hier nochmal frische Reifen, testet wahrscheinlich nochmal, wie lange der Boxenstopp dauert. Nee, hat er nicht getestet, hat dann das Auto abgestellt. Ja, Dennis Erder macht hier auch ein paar Start-Stopp-Versuche. Ja, mit möglichst wenig Wheelspin hier nach vorne zu kommen. Ja, Robin Frischkopf ist da ganz cool, so wie so ein Schweizer halt ist. Beißt nochmal herzhaft in sein Käsebrötchen und wartet hart der Dinge, die da kommen. Und Micha Gehrig, wie gesagt, hier ja, fährt jetzt noch mal raus. Ja, Stefan Hauenstein, da werden wir so ein bisschen drauf achten. Der Junge hat ja in den letzten Rennen hier wirklich richtig was hergemacht. Und ja, das werden wir dann gucken, was eben da auch wieder fährt, beziehungsweise was er sich hier leistet. Ich glaube, es ist das erste Mal für ihn, dass er hier auf dem Norrisring fährt. Also, da war eine Menge Training vonnöten, denke ich mal, auch wenn die Strecke so relativ überschaubar scheint. Es ist wirklich eine Setup-Frage hier, wie man, um hier schnell zu werden. Und das, ob ihm das gelungen ist, das werden wir dann im Rennen auch sehen, logischerweise. Dominik Smoll, Jens Burkhardt in der Box, alle in der Box, Jens Erner in der Box, Ben Flitsch in der Box, Janusz Machwinski hier noch unterwegs im 997. Kann es auch gehen, man bremst die Box an und stellt sich dann vorne quer. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir hier endlich Rennaction erleben. Ich will schreien, Leute, ich will schwitzen, ich will Gummi, ich will Benzin, was auch immer. Genau, das soll mir hier aus dem Monitor tropfen alles. Mal davon aus, dass das jetzt in Kürze hier irgendwas passieren wird und wir dann erstmal Formation Lab sehen. Genau, da ist es jetzt soweit. 30 Sekunden sind noch Zeit. Da oben läuft die Uhr. Dann dahin müssen alle in der Startaufstellung stehen. Das heißt, die Fahrzeuge werden dorthin gestellt.
Auf geht's in die Formation Lab. Und wir gehen nochmal zu Platz 1, um so ein bisschen zu gucken. Ja, der verpennt schon mal den Start in die Formation Lab. Gut, auf Platz 1 Danny Volkert, auf der 2 Edgar Ostermann. Platz 3 für Dennis Erner. Platz 4 für Micha Gehrig. Oh, da habe ich irgendwas vorhin falsch vorgelesen. Ich dachte, der Frischkopf, da ist Gehrig da doch noch irgendwie vorbeigeschlüpft. Robin Frischkopf auf der 5. Auf Platz 6 Stefan Hauenstein. Auf der 7 haben wir Jens Purkott. Auf der 8 Dominik Smoll. Auf der 9 Jens Erner. Auf der 10 Kevin Flitsch. Auf der 11 Janosch Machwinski. Auf der 13 Patrick Flüglisthaler. Auf der 13 der Jan Baskenis. Auf der 14 Ralf Minwegen. Platz 15 für Micha Dröscher. Auf der 16 der Micha Pregartner. Auf der 17 der Ulrich Windmüller. Platz 19 für Micha. Platz 18 für. Moment, jetzt muss ich erst mal gucken, wo waren wir denn hier? Ja, Windmüller auf der 17. Auf der 18 Arne Bachem. Auf der 19 der. Oh, hier ist alles irgendwie durcheinander gekommen. Timo Bonkowski und Günter Karrer auf der 20. So, und jetzt gehen wir mal auf die Position 1. Oh, da waren wir schon richtig verflixt. Und auf geht's. Und Ostermann wieder mit Blitzstart. Das war fast zu erwarten. Geht auf alle Fälle in die als erster in die erste Kurve. Und jetzt gucken wir uns das mal hier an. Was jetzt hier passiert. Oh, da fliegen schon ein paar Autos durch die Gegend. Uiuiui, wer ist das hier? Jens Erner hat es erwischt. Jens Erner hat es erwischt. Und ich glaube auch der Dominik Smoll. Er ist hier auch durchgereicht. Jetzt müssen wir hier nochmal schauen, dass wir hier hoffentlich frische Ergebnisse kriegen. Mein Timing ist gerade ausgestiegen. Das ist natürlich der Super oder der GAU. Super GAU ist ja ein Schwachsinnswort eigentlich. So, jetzt wollen wir hoffen, dass es geht. So, also, Reihenfolge. Nee, ne? Das kann nicht stimmen. Nee, Jens Purkott ist draußen. Wieso das denn? Eieieiei, den hat es schon gleich komplett erwischt. Ich vermute mal, der wird wohl in Kürze hier in der Kommentatorenkabine auftauchen. Edgar Ostermann. Ja, irgendwas stimmt hier gar nicht. Weil Jens Purkott wird hier noch. Nee, jetzt wird er auf 1 geführt. Genau. Auf der 2 Micha Gehrig. Aber das ist hier alles durcheinander. Hier stimmt gerade gar nichts. Ich krieg hier völlig falsche Autos angezeigt. So, jetzt wird mir Edgar Ostermann hier in der Box stehen. Oh, oh, ich glaube, hier gibt es gerade. Jupp, genau. Hier gab es einen Restart. Warum auch immer. Was auch immer das jetzt war. So wirklich schlimme Sachen habe ich nicht gesehen. Aber ich hoffe mal, dass das hier sich in Kürze aufklärt. So, noch passiert hier nichts. Ich hoffe, Sie haben die Online-Variante genutzt von der Strecke. Es gibt nämlich noch eine Offline-Variante. Dadurch die Zeitnahme durcheinander gekommen ist. Was soll ich sagen?
Informationen fehlen mir hier natürlich im Moment. Das ist halt immer der Nachteil, wenn man alleine moderiert, kann man dich mal eben einen losschicken und sagen, geh mal horchen, was da. Ah, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Ich denke mal, dass da gleich die Startaufstellung gemacht wird. Wir gehen jetzt ins Warm-up. Genau. Das wird jetzt hier noch ein Minütchen dauern oder vielleicht auch nicht. Ja, und hier wird es barbarisch warm, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum das hier heute so warm ist, aber macht nichts. Mal schauen. Auf alle Fälle fährt keiner raus. Das ist schon mal sehr diszipliniert. Na, na, na. Eventuell fehlt das Qualifying-File. Dann muss man das per Hand einstellen. War mit 20 Leuten noch machbar, aber schon auch nervig. Nun gut, dann lasst es mich so sagen. Wir haben in Kürze. Was ist hier los? Hier läuft ja wohl nicht die ganze Zeit das. Ja, dann lass mich doch eine kleine Ankündigung. Ah, jetzt geht's ins Rennen. Ja. Eieiei. Na, da wollen wir mal hoffen, dass das jetzt hier vernünftig läuft. Keine Zwischenfälle mehr kommen. So, auf geht's in die Formation Lab. Natürlich ist jetzt Danny Folgert gewarnt vor den Blitzstarts von Edgar Ostermann. Allerdings weiß er das ja, er fährt schon lange genug gegen ihn. Also Ostermann hier auf der 2, auf der 3, Dennis Erner auf der 4, Micha Gehrig 5. Platzierter Robin Frischkopf, Stefan Hauenstein auf der 6, auf der 7 Jens Erner, auf der 8 Dominik Smoll, 9 Kevin Flitsch, Janosch Marchwinski auf der 10, auf der 11 Patrick Flüglisthaler, auf der 12 Jan Baskenis, auf der 13 Ralf Winwegen, auf der 14 Micha Dröscher, auf der 15 Micha Bregartner, auf der 16 Ulrich Windmöller, auf der 10 Arne Bachem, auf der 18 Timo Bonkowski, auf der 19 Günther Karrer und auf der 20 Jens Purkott. Warum fährt der von der 20? Hat der da Mist gebaut, der gute Jens? Eieieiei, warum fährt der von der 20?
auch immer, wir gehen mal zu Edgar Ostermann und versuchen mal das Ganze aus einer etwas ungeliebten, aber ich denke mal gar nicht mal so echten Perspektive zu sehen. Das war der Rennstart und wieder Ostermann hier mit einem sensationellen Start. So, und jetzt gucken wir uns das hier wieder an. Anbremsen, erste Kurve. Boah, das sieht allerdings diesmal etwas... Ja, da steht einer innen und wartet. Wer ist das hier? Micha Bregartner macht hier irgendwie den Minardi. Keine Ahnung, was dem jetzt passiert ist. So, und Ostermann führt vor Volkert und... Erna, Dennis Erna. So, und Robin Frischkopf ist auf die 4, hat sich Micha Gehrig geschnappt. Und der wiederum hat hier richtig Spaß mit Stefan Hauenstein. Und den Hauenstein, das gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen an. Dem traue ich noch am ehesten zu, hier noch aufs Podest zu fahren von dieser ganzen Truppe. Allerdings ist die Frage, findet er hier die Performance? Hat er das entsprechende Setup, sein Auto entsprechend abbestimmen können? Das ist alles sehr, sehr schwierig. Uiuiuiui. Da ist der Dominik Smoll da hinten auf der 7. Ich kann mir das momentan nur so erklären, dass Jens Burkott irgendwas beim ersten Start fabriziert hat, sodass man ihn dann oder er sich selbst auf den letzten Startplatz gehievt hat. Ich weiß nicht warum. Oder ist es bei der Startaufstellung was schief gegangen und er hat gesagt, nee, jetzt machen wir das hier nicht nochmal neu. Starte jetzt von dort. So, Frischkopf, schnellste Runde im Moment. Nach einer Runde. Wir sind hier ja relativ zügig durch mit einer Runde. Das geht hier wirklich wie das Brezelbacken. So, Patrick Flüglisthaler auf der 9. Und das würde wieder bedeuten, ziemlich gutes Teamergebnis. Für Swiss Ray. Ja, wo soll ich jetzt hier hinschalten? Es ist überall voll die Hölle. Kevin Flitsch auch ziemlich zurückgefallen. Nochmal schnellste Rennrunde für Robin Frischkopf. Vielleicht sollten wir, er fährt auch schon auf 2, ist schon vorbei an Danny Volkert. Deswegen sollten wir da vielleicht mal hingehen. Und jetzt holt er sich hier mit 40 Kilo mehr, insgesamt 25 Kilo mehr Gewicht im Auto als Edgar Ostermann. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. 15 Kilo hat er mehr drin. Vielleicht auch noch den Ostermann. Das wäre natürlich jetzt der Brüller, weil die beiden sind immer so ein bisschen, die sind zwar gut befreundet, aber in der Meisterschaft immer knallharte Konkurrenten. Letzte Wintermeisterschaft ist auch zugunsten von Frischkopf ausgegangen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier an. Gartner und Tröscher sind irgendwo ein bisschen hinten dran. Wissen wir jetzt nicht so richtig warum, aber es ist so. Ja gut, also hier kann er, das ist natürlich jetzt ganz, ganz schwierig, wenn man hier auf absolut gleichem Niveau fährt und Wimpernschlag schneller ist, wie soll man hier auf dieser Strecke an seinem Gegner vorbeikommen? Fast unmöglich. Und wenn Ostermann erstmal seinen Rhythmus... Oh, sehr schöner Quersteher, schöner Drift von Frischkopf. Somit gibt es jetzt erstmal keine neue schnellste Rennrunde. Aber, ja, und natürlich auch ein bisschen Zeitverlust. Genau, 3/10 hat das gekostet. Hätte ich ein bisschen mit mehr gerechnet. Aber hier ist jetzt erstmal nicht so spannend. Wir gucken mal, Hauenstein ist bereits auf die 4 gefahren. Auf der 5 Flüglisthaler. Also da muss ich sagen, der Junge, der hat einen richtigen Satz nach vorne gemacht. Fahrerisch. So, und hier brennt natürlich die Luft. Danny Volkert auf der 6. Jens Erner auf der 7. Und auf der 8 Kevin Flitsch.
Jo, und da sagt Herr Volkert, oh, ich habe keinen Bock hier, das ist mir alles zu glatt. Nee, war er da gar nicht, oder? Nee, Danny Volkert war das nicht. Vorne ist auch noch alles grün. Keine Ahnung, wer da jetzt eben im Weg stand, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine Überrundung war. Und der Kevin Flitsch hat hier aber auch echt zu tun. Ah, Dennis Erner ist dran an Patrick Flüchtlingsthaler. Wollte ich gerade sagen, Flitsch hat zu tun, den Flüchtlingsthaler sich vom Heck zu halten. Vom Heckflügeli. Aber ich glaube, jetzt gibt es hier einen Angriff von... Ja, hat noch nicht gereicht. Macht er nochmal die Tür zu, aber vielleicht klappt es jetzt. Er versucht sich auf alle Fälle daneben zu bremsen. Muss hier die innere Linie gehen. Jo, das hat gepasst. Das hat gepasst. Erner vorbei an Flüchtlingsthaler. So, und das nächste Opfer in Anführungsstrichen sollte dann... der Kevin Flitsch sein. Ja, da sind ja gleich mehrere unterwegs. Hier, wer ist das daneben noch? Ja, Jens Erner, genau. Das nenne ich mal Action hier. Ja, die kommen hier wie auf der Schnur gezogen. Und vorne kann Ostermann sich erstmal, ja, sag mal, seinen Vorsprung verwalten. 2,3 Sekunden, 2,4 Sekunden. Hinter Gehrig nochmal mit... knapp einer Sekunde hinter Frischkopf, also das ist erstmal einigermaßen safe, da ist es hier viel, viel spannender. Jo, und da geht's Richtung Heck hier zu Kevin Flitsch in der Corvette. Aber was nützt es? Die einzig reelle Chance hier zu einem Überholmanöver besteht in der Grundigkehre. Upsala, uiuiui, und Flitsch verabschiedet sich. Jetzt weiß ich nicht, gab es da einen Rempler oder gab es keinen? Versuchen das nochmal hier rauszukriegen, was da mit Flitsch passiert ist. Nö, nö, nö. Oder? Nee, nee, da war kein Rempler, also das war beim Rausbeschleunigen. Und ich glaube, da war auch Erner etwas überrascht. Kann hier gerade noch das Auto abfangen. So, wir gehen wieder in live. Und Erner ist wieder hinter Flüchtlingsthaler und schiebt den hier durch die Kurven. Das ist natürlich ein tolles Bild. Ja, und hier geht es darum, besser rauszukommen als der Vordermann. Jetzt haben aber alle irgendwie Windschatten. Na, das wäre jetzt ein bisschen optimistisch. Jo, da hätte ich auch die Tür zugemacht. Upsala, das ja, das, ja, da gab es schon mal ein bisschen Lackaustausch jetzt. Aber das ist völlig normal in dieser Fahrzeugklasse. Oder diese Rennklasse. So, jetzt aber hier vorne Fehler von Jens Erner.
wenn ich das richtig sehe, kommt auf Platz 3 Michael Gehrig immer näher an Robin Frischkopf ran. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. So, gucken wir mal, genau. Hier geht es um die zweite Position. Ich denke mal, Ostermann ist einigermaßen safe da vorne. 1,5 Sekunden Vorsprung. Ja, es sieht so aus, als ob er hier beim Anbremsen rausbeschleunigen dann doch den Vorteil hat, dass der Robin Frischkopf mit mehr Gewicht unterwegs ist. Aber Gehrig hier auf der Strecke fühlt er sich richtig wohl. Das wäre sein 3. Podestplatz in dieser Saison. Mal gucken, ob er jetzt hier was tun kann. Windschatten hat er, aber er ist zu spät hier am Bremspunkt. Also er hätte noch ein bisschen näher dran sein müssen. Dann hätte das vielleicht gepasst. So, gucken wir mal wieder ein Stück nach hinten. Dennis Erner auf der 6, auf der 7 Jens Erner. Und hier geht es natürlich Flüglisthaler und Janosch Schmechwinski jetzt hier. Die beiden haben sich jetzt hier lieb. Ich glaube, da hat sich gerade jemand mörderisch verbremst, nämlich der Patrick Flüglisthaler. Ja, so mörderisch war das gar nicht, der ist nur in eine andere Linie gefahren und geht jetzt hier als erster wieder ins Schöller-S. Ja, Wahnsinn. Da geht ja richtig was. Also Flüglisthaler ist definitiv einer der Fahrer hier, die in dieser Saison den größten Sprung in Sachen Performance gemacht haben. Fahrerischer Performance. Haben zwar hier irgendwie nur 5 Kurven, aber nichtsdestotrotz, gerade das ist, oh, und da gibt es eine Berührung, das ist natürlich dann immer so ein bisschen heikel und da lässt er ihn auch wieder fahren. Das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn hier in der Grundigkehre die beiden Kontrahenten unterschiedliche Linien wählen. Wenn der eine innen anfährt, der andere draußen, ist es zwangsläufig, dass sich irgendwo diese beiden Linien kreuzen müssen. Und ja, wenn das halt dann perfekt passt, wie auch hier wieder, und jetzt schiebt er hier den nächsten weg. Jo, da sollte man jetzt mal, ja, ist gut, jetzt hat er auch die Quittung bekommen. Vom Ulrich Windmüller, jetzt hat es ihn dann erstmal raus, der Janosch. Der muss jetzt hier erstmal lernen, dass das so nicht geht. Dass man hier nicht einfach Kurve anders anbremsen kann und dann da durchfahren kann, ohne Rücksicht auf Verluste, obwohl er das hier jetzt wieder genauso macht. Das hat, ist zwar gut gegangen, aber naja. So, Kevin Flitsch auf der 13 hat hier Spaß mit Jens Purkott, die beiden Schwergewichte hier in der Grid mit 40 Kilo und 45 Kilo, also 40 Kilo der Kevin und 45 Kilo der Kevin und 40 Kilo der Jens. Gut, wir haben noch 6 Minuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jens Purkott hier für den ersten Lauf ins Interview kommen darf, ist relativ gering. Aber das hat sich ja im Qualifying und auch im Training vorher schon abgezeichnet, dass er hier mit seinem Zusatzgewicht ja ganz, ganz schlechte Karten hat. Es ist überall verdammt eng, man kann hier gar nichts weiter machen, aber wir gehen jetzt mal wieder auf die Position 3 vor, weil der Michael Gehrig ist hier richtig dran an Robin Frischkopf und jetzt kommen die auch so ein bisschen in den Verkehr und wir wissen,
spätestens seit eben es Langstreckenrennen gibt, dass gerade bei den Überrundungen immer irgendetwas passieren kann. Dass das immer so ein bisschen das Zünglein an der Waage ist. So, und wenn jetzt der, ja gut, hier wird jetzt aber mitgespielt. Das hat er gut gesehen. Ich glaube, das war der Micha Tröscher. Oh, und jetzt räumt er den Micha Gehrig ab. Das ist das, was ich meinte, dass der Micha Gehrig immer wieder dieses Pech hat. Eieieiei. Bis wohin fällt er zurück? Bis auf Position 5. Nee, 4. Stefan Hauenstein ist 5. Und der hat hier richtig zu tun mit Dennis Erner. Wir haben noch 4 Minuten. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Wenn man seinen Verfolger im Nacken hat, die Spitzkehre innen anfahren und dann sich schön weit raustragen lassen, hat der andere keine Chance vorbeizukommen, weil außen ist er zwar erstmal schneller, aber beim Rausbeschleunigen ist der Winkel dann zu spitz. Da kann er auch später wieder Gas geben oder wenn er sich auch raustragen lässt, ja, da ist dann halt schon ein anderes Auto. So, jetzt haben wir hier die Heckkamera und das ist ja eine Unterbodenkamera, das ist ja sensationell. Aber es nützt nichts. Momentan kommt er hier nicht vorbei. Für Frischkopf ist es natürlich so. Oh, ich glaube, da vorne brennt irgendwas. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oder es war jetzt nur ein stehendes Rad. Ja, sieht so aus. Ja. Nee, da brennt jetzt erstmal nichts. So, jetzt hier der Versuch. Und das wäre jetzt... Ja, das ist... Jo, und da steht er quer. Und das sollte aber reichen jetzt wieder für Hauenstein. Genau. Das ist das, was ich meinte. Wenn man zu spitz aus dieser Kehre rauskommen muss, dann geht einfach die Traktion, beziehungsweise das Auto bricht hinten aus. Ja, und jetzt schlägt er auch noch in die Wand ein. Und das kostet jetzt nochmal ein paar Zehntel. Vielleicht kann er jetzt das über die nächsten 2 Runden retten. Guck mal, wo der Führende ist. Er ist jetzt... Ja, der fährt noch 2 Runden, definitiv. Also die plus 2 Runden. Gut, Micha Gehrig natürlich jetzt so ein bisschen mit dem Messer zwischen Zehen. Das findet er jetzt gar nicht witzig. Ich sag doch, der macht da schön Platz und dann verbremst er sich. Ich glaube, das war der Micha Tröscher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also Micha, nicht, dass du denkst, ich will dich jetzt hier zur Sau machen. Das war einfach, ja, ein Rennunfall. Da hast du einfach getrieft. Beziehungsweise deine Bremse war im Eimer oder was auch immer. Richard Pregartner, Entschuldigung, ich glaube, der war es. Der ist jetzt auch raus. Nee, der kann es eigentlich gewesen sein nach 5 Runden. Der ist nur... Doch, 17 Runden gefahren. Doch, der ist... Was dann vielleicht doch. Ist egal. Sowas macht keiner mit Absicht. Das war einfach ein Fahrfehler beziehungsweise ein technischer Defekt. Also, das müssen wir abwarten, was die Stewards dazu sagen. Die werden das sich mit Sicherheit anschauen. Also, werden wir zum nächsten Rennen sicherlich was sagen können dazu, so wir da noch daran denken. So, Jens Erner hat hier noch Spaß mit Dominik Smoll. Aber wir sind auch so mehr oder weniger am Ende. Und Edgar Ostermann beginnt seine letzte Runde. Hätte ihm zugetraut, dass er noch ein bisschen schneller ist und dass er noch eine Runde mehr fährt. Aber nicht sollen sein.
So, Arne Bachem, jetzt beginnen reguläre Überrundungen. Also Edgar Ostermann ist vorbei am 19. platzierten Arne Bachem. Irgendwelchen Gründen hängt mein Kabel hier wieder. Nee. So, herzlichen Glückwunsch an Edgar Ostermann hier in seiner Corvette. Platz 2 an Robin Frischkopf. Hier kommt Benny Volkert als Drittplatzierter übers Ziel. Micha Gehrig wird noch Vierter. Platz 5 für Stefan Hauenstein. Platz 6 für Dennis Erner. Platz 7 für Patrick Flüglisthaler. Jens Erner auf der 8, Dominik Smoll auf der 9, auf der 10 Jan Baskenis, Ulrich Windmüller auf der 11, Janosch Machwinski Platz 12, Platz 13 für Kevin Flitsch. 14. wird Jens Burkott, der ist mit Sicherheit alles andere als glücklich, auf der 15 Thilo Bonkowski, Micha Dröscher auf der 16, 17 Günther Karrer, 18 Ralf Minwegen, 19 Arne Bachem. Und Micha Pregartner auf der 20. So sieht das hier aus. Da unten läuft es auch nochmal durch. Ja, das war schon einigermaßen turbulent. Wobei so der... Das hat noch so ein bisschen gefehlt, aber das sehen wir jetzt definitiv im zweiten Lauf, wenn nämlich die ersten 10 dann umgestellt werden und der Jan Baskenis dann vorne steht endlich mal wieder, und ich hoffe, dass er das Ding auch nach Hause fahren kann, weil den haben wir am Anfang doch relativ häufig hier gehabt und mittlerweile, ich glaube, die letzten 2-3 Rennen gar nicht mehr auf dem Podest. Also der wird sich die erste Startreihe mit Dominik Smoll teilen, dann Jens Erner und Patrick Flüglisthaler und Dennis Erner und Stefan Hauenstein in der dritten Startreihe, Micha Gehrig, Danny Volkert in der vierten und in der fünften Robin Frischkopf und Edgar Ostermann. So sieht's dann aus. Uiuiuiui, jetzt haben wir hier wieder dieses ganz blöde Bild. Das wollen wir ja gar nicht hier haben. Nee, das war jetzt aber auch meins, was ich so ein bisschen verschlafen habe. Jetzt warten wir einfach darauf, dass der Server wieder in die Warm-Up-Session gestellt wird. Dann gehen wir da wieder auf der Strecke ein bisschen gucken und hoffen, dass das relativ zügig passiert. Und dann gibt es das 40-minütige Hauptrennen, definitiv das Highlight. Also das Sprintrennen ist ja schon mal ganz nett, aber so richtig zur Sache geht es eigentlich erst bei Hauptrennen dann, logischerweise. Ja, so, dann habe ich jetzt ausreichend Gelegenheit, dann die bereits angekündigte Werbung zu machen in eigener Sache. Es wird in Kürze eine Ankündigung geben, wenn sie denn nicht schon da ist. Ich muss mal gucken, nee, sie ist noch nicht da. Der Stefan Karnitz von All-Star Racing wird wieder nach dem großen Erfolg aus 2011, beziehungsweise 2011, 2012, das haben wir um den Jahreswechsel rum gemacht, ein weiteres Race of Champions auf SimRacing.org organisieren. Und wer letztes Jahr dabei war, als Fahrer oder als Zuschauer, weiß, es war eine ganz großartige Veranstaltung. Es hat alles geklappt. Die Paarungen waren vernünftig ausgelost. Das hat alles super geklappt. Die Restarts und Server und Trainings und was ich alles für Sessions, was man da alles machen muss, war alles perfekt. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir das dieses Jahr wieder machen. Leider hat es nicht mehr gepasst, das ins alte Jahr zu quetschen, weil das wäre wirklich nur noch ein Quetschen geworden und hätte wahrscheinlich auch dem Spaß ein bisschen Abbruch getan. Jetzt ist dieses Race of Champions dann auf SimRacing.org, ist natürlich erstmal für die dort in der GT3 Multileague fahrenden Teams und Fahrer vorbehalten. Wenn dort noch Platz sein sollte, was ich eher nicht glaube, 24 Starter sind zugelassen, dann wird es da sicherlich nochmal eine Ankündigung geben über Facebook oder auch auf der Webseite von SimRacing.org, aber
auf alle Fälle solltet ihr einschalten, wenn dann das Datum genau publiziert wurde. Ich werde es rechtzeitig nicht nur bei SimRacing.org, sondern natürlich auch bei Simrace TV und bei Facebook bekannt geben. Und dann ja, haben wir da wieder ein schönes Highlight, bevor es dann zu den 12 Stunden von Eastern Creek geht. Und die sind ja dann auch schon am 19. Januar. Das heißt, wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen noch richtig gut Testrennen fahren. Und auch da gibt es natürlich Livestreams und das wird sicherlich alles ganz spannend. So, okay, wir gehen mal wieder auf die Strecke. Ich hoffe, dass das hier jetzt soweit ist. Genau, wir sind wieder im Warm-up und da fahren auch schon welche. Der Ralf Minwegen, den haben wir sonst so wenig im Bild. Den zeigen wir doch jetzt mal hier in seinem Porsche, dass er mal auch ins Bild kommt. Oh. So, und wer dann noch in der Nähe von Bremen lebt und am Wochenende Zeit hat, er kann gerne hier zu mir zu Besuch kommen. Ich habe ein wunderbares Gästezimmer mit eigenem Bad, alles wunderbar. Allerdings ist ein kleiner Haken an der Sache, ich will mein Büro renovieren. Also, ja, Kunst des Pinselschwingens sollte beherrscht sein. Und ja, und dann, ja, dann heiße ich euch herzlich willkommen. Aber bitte vorher anmelden, nicht, dass wir hier auf einmal 10 Leute stehen haben. Das Zimmer ist nur 20 Quadratmeter groß, also von daher, ja, lustig. Mal gucken, was passiert hier. Ja, ob was passiert. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich auch dann auch das Büro von Simrace TV oder das Studio von Simrace TV. Von daher sollte das natürlich auch in eurem Interesse liegen, dass das hier alles neu und hübsch und schön und überhaupt wird. Ja. Ja, die Boxeneinfahrt hier auch relativ heikel, haben wir ja gerade gesehen, oder vorhin haben wir schon mal einen quer davor stehen sehen, hat aber, ja, wir haben ja jetzt im zweiten Rennen einen Boxenstopp, der so 15 Minuten vor Schluss ist, bin mal gespannt, ob da alle ihre Runde vernünftig hinkriegen sollen. Jetzt gibt es hier gleich nochmal ein kollektives Flüchten aus der Boxengasse, warum auch immer. So, und jetzt wird das Ganze auch abgebrochen. Der Ralf versucht hier noch ein paar Kleinigkeiten. Hat auch noch 13, 12, 11, 10 Sekunden Zeit. Er versucht es ohne Wheelspin, war nur ganz kurz, aber ich glaube, kleine Anfahrtsschwäche habe ich hier schon noch erkennen können. Ja. Und man darf natürlich nicht vergessen, wenn man hier gerade mal 3 Runden gedreht hat, dann sind natürlich auch die Reifen warm. Das heißt, Startverhalten mit den dann doch deutlich kühleren Reifen zum Rennstart nochmal ein anderes sein. So, jetzt warten wir gespannt auf das Umschalten in die Rennsession. Der Ralf gewinnt jedenfalls hier das Warm-up. Immerhin, also das ist auch mal ein Erfolg. Vielleicht sollte man fürs Warm-up einfach Punkte vergeben. Für ein Warm-up. Wenn man dann sicherstellen könnte, dass alle mit dem Rennsetup fahren. Weil sie das kontrollieren könnte. Der RF-Scan könnte man es kontrollieren, aber der Aufwand ist doch relativ groß.
Aber nichtsdestotrotz, also wäre natürlich alle Autos im Warm-up unterwegs, das wäre schon mal was. Gut. So. Da sind wir. Herzlich willkommen jetzt hier bei der Race Day Speed Association zum zweiten Lauf. Zum Hauptrennen. Über 40 Minuten hier auf dem Norrisring. Im Rahmen der Wintermeisterschaft, der GT Wintermeisterschaft. Genau, so rum ist es richtig. Basierend hier auf einer GT2-Physik der Enduracers. Die Autos angeglichen, alle die gleiche Performance. Natürlich gibt es noch ein paar Unterschiede. So, und wir gehen mal von dem Jan Baskenes, der hier das Feld jetzt in das zweite Rennen führen wird. Platz 2 Dominik Smoll, auf der 3 Jens Erner, auf der 4 Patrick Flüglisthaler, auf der 5 Dennis Erner, auf der 6 Stefan Hauenstein, auf der 7 Micha Gehrig, auf der 8 Danny Volkert, auf der 9 Robin Frischkopf und Edgar Ostermann, auf der 10, auf der 11 Ulrich Windmüller, auf der 12 Janusz Machwinski, warum steht der da? Platz 13 Kevin Flitsch, Platz 14 Jens Purkott, Platz 15 Flo Bonkowski, Platz 16 Micha Dröscher, Platz 17 Günther Karrer, Platz 18 Ralf Minwegen, Platz 19 Arne Bachem, Platz 20 Micha Pregartner. Habe ich hier jemanden übersehen? Oh, und wir haben noch Herrn Laubach noch dazu bekommen. Ja, nicht schlecht. Also jetzt hier 21 Fahrzeuge zum zweiten Lauf. So, der Jan möge es mir verzeihen, aber ich werde auf die 10. Position gehen zu Edgar Ostermann. Den Mann mit den Blitzstarts. Und werden mal, um mal zu schauen, was der hier aus seiner 10. Position macht. Das ist natürlich, die Strecke ist natürlich für Blitzstarter ideal, weil erstmal ewig lang gerade kommt. Und ja, genau. Mach mal Licht. So, wir versuchen das hier mal aus dieser Perspektive zu sehen. Ich meine, da hat sich schon was bewegt. Ja, und er kommt wieder super gut weg. Aber nicht so brachial gut wie im ersten Lauf. Den Patrick hat er hier. Oh. Jups. Hoppala. Ja, das sieht aber so aus, als ob hier alle soweit gut durchgekommen wären. Jedenfalls steht da keiner mehr. Und hier ist die. Upsala. Und dann dreht er sich hier vor. Warum schöner ist. So, und wir gucken mal, Ostermann ist zumindest vorgekommen bis auf die 7. Ja, und touchiert jetzt hier seinen Kontrahenten und dann nochmal. Ja, jetzt weiß ich nicht so wirklich, ob das so okay ging. Wir versuchen das nochmal uns anzuschauen. Hier ist er schon vorbei. So, Frischkopf bremst sich ja. Ja, nee, das war Frischkopf schuld. Also das war. Oh, wow, 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 wow. Ja, nee. Da konnte Edgar gar nichts dazu. Das war Robins Schuld ganz alleine. Da war ein bisschen optimistisch, der gute Robin. Und ja, und somit dann auch zurück für ihn. Aber Edgar Ostermann dann schon auf der 5 momentan. Wie sieht's vorne aus? Da ist jetzt erstmal spannend. Der Jan hat. Nee, Patrick Flüglisthaler führt. Himmel nochmal vor Jan Baskenes. Der Patrick ist hier richtig nach vorne gekommen. Dominik Smoll auf der 3, auf der 4 Dennis Erner, auf der 5 dann bereits Edgar Ostermann. Dominik Smoll, nee. Moment mal, was ist das jetzt hier? Das ist Jens Erner, genau. Ja, ist gut, der Dominik hat jetzt erstmal die schnellste Runde. So, und dann haben wir den Micha Gehrig hier, der hier richtig gegen... gegen Robin Frischkopf hier fightet und das sah gut aus. Das war auch klar zu sehen, dass der Frischkopf hier mit seinem 30 Kilo da das Nachsehen hat beim Rausbeschleunigen. Das war das beste Beispiel dafür.
Gehrig jetzt beim Anbremsen, Frischkopf hält außen, ist erstmal auf der schnelleren Linie. Jo, da ist ein Auto, Herr Frischkopf. Oh, zu zweit hier durch, das geht doch nicht. Nee, da muss er zurückstecken, genau. Ja, also, jetzt geht's natürlich hier erstmal richtig zur Sache. Dominik Smoll, nochmal schnellste Rennrunde. Im ersten Rennen war das ja die schnellste Rennrunde vom Robin Frischkopf. So, jetzt hier der nächste Versuch. Da ist er erstmal schon vorbei an Frischkopf. Jetzt versucht er's. Oh. Ja, das könnte gut gehen. Das könnte gut gehen. Das geht auch gut. Also Gehrig hier wirklich richtig gut unterwegs. Allerdings, ob er sich jetzt hier behaupten kann, er ist zumindest auf der besseren Linie beim Anbremsen. Er muss sich hier wieder einreihen. Aber jetzt ist er durch. Nach einem Fahrfehler. Danny Volkert verliert dann auch gleich. Oh, und Jan Baskenes fällt zurück. Was ist da los? Wieso kriege ich das hier nicht? Ja, Gehrig ist schon Vierter. Was ist jetzt mit dem Jan passiert? Oh, da steht er quer. Und Gehrig profitiert. Aber hier, die ganze Bande ist hier sauber durchgekommen. Oh, der Jan wird sich ärgern. So, wir gucken nochmal hier. Hier war er schon zurückgefallen. Ich glaube... Nee, das kriegen wir jetzt hier nicht mehr rein. Tut mir leid. Eieieiei. Patrick Flüglisthaler auf der 4. Auf der 1. Dennis Erner auf der 2. Edgar Ostermann auf der 3. Michael Gehrig auf der... Ja, hier geht's hier. Ich kann gar keine Reihenfolge vorlesen. Ja, das Bild war eben nicht live. Das ist richtig. Das ist jetzt live wieder. Ich habe vorhin vergessen, zurückzuschalten aus dem Replay. Aber jetzt sind wir wieder live dabei. Mittendrin statt. Und so weiter. Meine Güte, was hier abgeht. Also das ist jetzt hier wirklich... Ich versuch's jetzt nochmal. Flüglisthaler führt vor Dennis Erner und Edgar Ostermann, der mittlerweile schon auf 3 gefahren ist. Micha Gehrig auf der 4. Danny Volkert auf der 5. Robin Frischkopf auf der 6. Platz 7 Stefan Raunstein. 8 Jens Erner. Ulrich Windmöller auf der 9. Und Günther Karrer auf der 10. Das muss man sich mal reintun. Die Jungs, die sind vorhin ganz hinten rumgegurkt und jetzt fahren die auf Platz 9 und 10. Ralf Minnwegen auf der 11, Jan Baskenes auf der 12, Dominik Smoll auf der 13, Jens Purkott 14, Thilo Ponkowski auf der 15, Micha Troscher 16, Kevin Fritsch nur 17. Micha Bregartner 18, 19. Arne Bachem, Janosch Machwinski. Gibt es hier irgendeinen Reset? Warum auch immer. Also irgendwas funktioniert hier wirklich nur rudimentär. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber ich hoffe mal, es hat nichts mit dem Server zu tun. Ja, ich kriege hier keine Daten im Moment. So, dann machen wir es einfach so. Da vorne fährt der Patrick Flüglisthaler, dem ist natürlich noch so und der hat aber den Dennis Erner so richtig im Heck. Und auch Edgar Ostermann ist
Schlagdistanz ist was anderes, aber noch gut in Sichtweite. Also von daher, das ist alles im Grün. Danach gibt es eine etwas größere Lücke. Michael Gehrig hier zu Platz 4. Platz 5 und da wird es dann richtig heiß. Danny Volkert auf der 6, Robin Frischkopf auf der 7, Stefan Hauenstein und auf der 8 Jens Erner. Das ist hier eine ganz heiße Truppe und da werden wir auch so unser Hauptaugenmerk drauflegen. Jo, und da haben wir es gesehen. Schönen Fehler beim Anbremsen, Auto quer gekommen und dann die Mauer touchiert und da flogen auch Teile. Wir sehen es, da vorne fehlt die Front. Also, ja, weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt seinen Boxenstopp vorzieht. Muss er jetzt wahrscheinlich erstmal testen, wie das Auto sich überhaupt noch verhält. Wenn der Splitter noch dran ist und das sieht so aus, als ob er noch dran wäre, dann geht es einigermaßen, aber der Topspeed ist natürlich hinüber. Nee, er kommt in die Box. Kommt in die Box und lässt reparieren. Ja. Hier die ersten drei. Dann kommt hier das Verfolgerfeld. Ja, das ist schon... Das macht hier wieder richtig Spaß. Das haben wir ja auch angekündigt. Der zweite Lauf dann immer noch mal deutlich actiongeladener als der erste. Logischerweise, klar, durch die umgekehrte Startaufstellung ist das natürlich dann nochmal ein Brüller. Wenn die Top-Leute dann im Mittelfeld stehen, dann geht das hier richtig zur Sache. Dass man, vielleicht kann man mal irgendwas machen, dass der Ostermann nicht mehr so gut startet. Ja, dann wird das noch ein bisschen spannender. Weil schnell genug um gut, heute war es ja tatsächlich so. Upsala! Und ich glaube, da hat sich gerade Robin Frischkopf rausgedreht. Aber ich habe schon wieder keine Daten hier. Asken ist schon wieder auf der 9. Hier ist überall Action. Robin Frischkopf fährt jetzt auf Position 19. Gut, da brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr zurückspulen. Da hat er die Mauer touchiert. Jens Erner auf der 21. Da habe ich auch nicht gesehen, wie er da hingekommen ist. So, aber der Teamkollege und hier hinten macht... Ostermann macht ernst. Ostermann macht ernst gegen Dennis Erner. So, ich versuche nochmal neue Daten zu bekommen hier. Jo, jetzt klappt's. Jetzt haben wir wieder Live-Daten. Weiß nicht, ich will nicht rumspekulieren, ich will dem Patrick auch nichts Böses, aber ob der Patrick sich hier halten kann, ich weiß es nicht. Also jetzt wird es schon langsam ernst. Jetzt ist auch Erner dran an Flüglichsthaler. Und natürlich, solange die sich hier battlen, hat das Verfolgerfeld natürlich auch die Chance, allen voran Micha Gehrig hier noch ranzufahren. Also das wird sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen sein. Und ich glaube, dass der Erner lieber jetzt als gleich
hier vorbei wäre, aber wer will das nicht? Also, rennen. Oh, jetzt könnte es passen. Jetzt könnte es passen. Windschatten hat er. Die Frage ist, reicht das? Er setzt sich jetzt daneben, bremst später. Vielleicht ein bisschen zu spät, oder? Nee, es passt. Es passt. Jens Erna ist durch. Dennis Erna ist durch. Patrick Flüglisthaler hat in Runde 15 seine Führung abgegeben. Oder abgeben müssen. Upsala, und jetzt schlägt er nochmal ein. Jetzt wird er nämlich... Ja, jetzt pusht er. Und das ist leider Gottes eine Sache, die funktioniert seltenst. Wollen wir hoffen, dass da jetzt beim Anbremsen der und ich kehre da kein Unsinn passiert. Ich will eigentlich diese Kamera, genau. Nee, da passiert kein Unsinn. Boah, da kommt er ganz dicht ran hier. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Und ich befürchte mal, den zweiten Platz gibt er auch noch ab. Hoppala, da parkt einer. Das sah aus wie der Teamkollege, nämlich wie Robin Frischkopf. So, jetzt hier der Konter. Damit hätte ich mit allen hätte ich gerechnet, aber nicht mit einem Konter. Und das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Flüglisthaler holt sich hier die Führung zurück. Ja, was ist denn in den gefahren? Ich glaub's ja nicht. Jetzt soll er bloß aufpassen, dass... Ja, Scheite. Ja, was heißt Scheite? Natürlich gönnen wir dem Jens das genauso, dass er hier wieder... So, und jetzt... Kommt hier Ostermann und schiebt sich da dazwischen. Da gab es ein bisschen Lackaustausch. War vielleicht alles in Harakiri, aber hat funktioniert. Ein Ostermann ist halt wirklich so. Und das war auch ein absolut Manöver, was völlig in Ordnung geht. Also, wenn es schief gegangen wäre, hätten alle gebrüllt. So, und jetzt geht er hier vorbei. Ja, und ab in die Mauer. Also auch die Linie war nicht die effektivste. Aber wir sehen jetzt, ich glaube, kommt er jetzt in die Box? Nee. Ich dachte jetzt, dass Erna jetzt eventuell in die Box kommt. Oh, Robin Frischkopf ist dann schon mal wieder auf Platz 19 vorgefahren. Nachdem er zwischenzeitlich dann mal 21. war. Der Flüglisthaler da vorne fährt das Rennen seines Lebens. Das wäre meines Wissens nicht nur der erste Podestplatz, das wäre auch der erste Sieg. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich ihn schon mal im Interview gehabt hätte, den Patrick. Nee. Also der war definitiv noch nie auf dem Podium, jedenfalls nicht in dieser Saison. Und der hatte ja schon im letzten Rennen richtig gute Karten, ist da irgendwie abgeräumt worden. Wäre im letzten Rennen schon aufs Podest gefahren. Was natürlich arg schade ist, was ich arg schade finde, ist halt die Geschichte mit Jan Baskenis. Was beim ersten Zwischenfall passiert ist, kann ich nicht sagen. Beim zweiten hat er sich gedreht. So, und Ostermann wieder auf der dritten Position. Und Erna ist so pfiffig und bremst innen an. Das sieht hier super gut aus. Upsala! Und ui, da stand, war das Micha Gehrig, der da stand? Nee, Danny Volkert hat da gerade durchgeschoben. Und mich auch Micha Tröscher. Nee, Micha Tröscher war das, der Gelbe, der da eben stand. Aber auch Danny Volkert hat es erwischt.
Der ist jetzt zurückgefallen bis auf die 15. Das kann ein lustiges Interview werden. So, und jetzt gibt's hier einen Abflug. Und zwar einen mörderischen Abflug. Schönen Dreher. Und damit hat Herr Erner erstmal die zweite Position hergegeben und hat jetzt erstmal ein bisschen zu tun, um da wieder nach vorne zu kommen. Und hat natürlich jetzt auch noch den Micha Gehrig im Kreuz. Na, wunderbar. Der wird sich richtig freuen jetzt gerade. So, aber das, was natürlich jetzt für den Patrick ernst ist, jetzt hat er Ostermann hinter sich. Und der ist richtig dicht dran. Gucken wir uns das mal an. Er bremst auch wieder außen an und Ostermann sticht innen rein. Reicht aber nicht. Reicht nicht. Und beim Rausbeschleunigen jetzt sehen wir das hier. Da hat natürlich der auf der äußeren Linie ist, einen Vorteil, weil er etwas früher beschleunigen kann. So, aber jetzt Ostermann hier besser rausgekommen. Und jetzt ist er durch. Ostermann durch. Und das war, ja, klassisch. Klassisch, clean, korrekt, was auch immer. Also, wunderbar. Aber ich befürchte mal, hier gibt es jetzt gleich einen Konter. Allerdings falsche Seite. Herr Flüglichsthaler. Ja, auch, ja, das ist genau das. Ne? Da steht auf einmal ein Auto, wenn man es auf der Linie versucht. Also wenn, muss er versuchen, links neben seinem Kontrahenten zu fahren, ihn innen anbremsen zu können, ausbremsen zu können, so wie das Ostermann bei seinem Überholmanöver gegen ihn auch gemacht hat. Ja, das wäre dann ein Doppelsieg für Ostermann, aber noch haben wir 20 Minuten zu fahren, wir haben gerade mal die Hälfte rum und es kommt auch noch ein Boxenstopp. Und dann haben wir ja in den vergangenen Rennen so das ein oder andere Mal gemerkt, die Jungs versuchen ja wirklich auf den Liter genau den Sprit zu berechnen. Und ja, das klappt mit wechselndem Erfolg. Wir hatten hier durchschnittlich, immer mal Teams dabei, die, oder Fahrer dabei, die dann einfach mit ihrem Sprit nicht gereicht haben. Ah, gut, also ich gehe mal davon aus, dass der Edgar das jetzt hier klar macht. Hier hinten brennt natürlich weiter die Luft, zwar zwischen Dennis Erner und Micha Gehrig. So, dahinter haben wir auf Platz 5 den Jens Purkott, wo auch immer der jetzt herkommt, hier mit seiner 5. Platzierung. Freuen tut es mich auf alle Fälle. Jan Baskenis ist zurück auf der 6. Also das ist natürlich dann auch nochmal eine Überraschung. Auf der 7 Ralf Minwegen, und da freue ich mich richtig drüber. Auf der 8 Micha Bregartner, da freue ich mich fast noch ein bisschen mehr. Nee, mindestens genauso viel. Ilo Ponkowski auf der 9, auf der 10 Janosch Machwinski, auf der 11 Arne Bachem, auf der 12 Günther Karrer, auf der 13 Stefan Hauenstein, der kommt jetzt in die Box, auf der 14 der Robin Frischkopf, der kommt nicht in die Box, auf der 15 Danny Volkert, auf der 16 Micha Dröscher, auf der 17 in der Box gerade Kevin Flitsch, 18 Ulrich Windmöller, 17, 18 So, da haben wir jetzt auf der 19 den Jens Erner, auf der 20 Laubach und auf der 21 Dominik Smoll. Ich glaube, der ist ausgeschieden. Ja. So, jetzt wollen wir mal schauen, was die Herrschaften hier treiben. So, jetzt könnte es hier den Angriff schon gegeben haben, hat aber noch nicht geklappt. Von Dennis Erner zu Patrick Flüglichsthaler.
Oh, jetzt ist hier erstmal wieder ein bisschen Luft. Jetzt hat nämlich dann erstmal Erna wieder mehr mit Drescher zu tun. Und mal gucken, was der Micha hier treibt. Ihm hier was gelingt. Und jetzt könnt ihr schön innen reinziehen. Und das macht er auch. Aber das Rausbeschleunigen klappt auch gut hier in diesem Fall. Aber ich glaube, genau, der geht da in die Box. Genau. Das wird natürlich jetzt hier irre spannend nachher bei den Boxenstopps. Oder nach den Boxenstopps. Mein Kaffee ist alle. Hund verflixt. Kann doch jetzt hier nicht weg. Ja doch, die machen ja gleich Boxenstopps. Ich bin in 20 Sekunden wieder da. So, es können jetzt 22 gewesen sein, ich weiß es nicht genau so. Micha Gehrig jetzt auch an der Box. Jetzt müssten wir tatsächlich mal gucken, wo der Dennis Erna ist. Der müsste ja eigentlich schon wieder draußen sein. Positionen gelten jetzt hier mal gerade gar nichts. Da ist er. Da ist der Dennis und der müsste jetzt aber sowas von knapp mit dem Gehrig zusammentreffen. Der Gehrig steht noch in der Box. Und jetzt kommt er hier raus auf die Startziel. Gehrig ist nach wie vor in der Box. Ich glaube, er ist vorbei. Ich glaube, er... Nein! Nein! Oder? Nee, Gehrig ist vorne. Gehrig ist vorne, hat ihn hier beim Boxenstopp irgendwie 2-3 Sekündchen abgenommen. Und somit Micha Gehrig jetzt vorne. Jetzt müssen wir bloß noch abwarten, bis das Ganze hier sich etwas, die alle an der Box waren und wir hier ein bereinigtes Klassement haben. Jetzt muss ich den Kaffee auch nur noch holen. Augenblick. So, also nochmal der Hinweis, wer hier in der Nähe von Bremen wohnt, ist herzlich eingeladen, dieses Wochenende mit mir zusammen das Studio von Simrise TV zu renovieren, zu malern. Das wäre ein Spaß. Ja. So. Gucken wir mal. Ja, oh, da macht aber richtig Angst hier. Da macht aber richtig Angst. Der Herr Erna. So, Ralf Minwegen ist jetzt auch in der Box. Micha Gehrig wird jetzt gleich die dritte Position übernehmen. Und dann ist nur noch die Frage, eine Frage der Zeit, bis Jens Purgert auch noch in die Box kommt. Und dann sind die hier wieder, ich sag mal, einigermaßen in ihren eigentlichen Positionen unterwegs. Oh, wenn ich das so richtig sehe, kann eigentlich nicht sein, dass der Edgar Ostermann... Ach, der war noch gar nicht in der Box, der Ostermann, der war noch nicht in der Box. Ich glaube, Micha Gehrig kann sich hier, zumindest auf diesen Geraden, einigermaßen gegen Erna behaupten. Und Dennis Erna hat hier im Genick den Patrick Flügelsthaler, der leider jetzt schon wieder auf Position 5 fährt. Dem hat es wahrscheinlich mit dem Boxenstopp noch mehr daneben gehauen als bei den anderen. Als bei Erna zum Beispiel. Aber die sind im Prinzip, ja, innerhalb von einer Sekunde fahren die drei. Mehr oder weniger.
Ja, nicht schlecht. Aber ich glaube, der Patrick hat jetzt hier so ein bisschen das Nachsehen. Es tut mir ein bisschen leid, Dennis Erner, schnellste Rennrunde. Das 12 Minuten vor Schluss, aber da werden jetzt vielleicht noch ein paar andere schnelle Rennrunden kommen, weil die ja natürlich jetzt, je nachdem wer hier Reifen gewechselt hat, soll es auch geben. Aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Holen sich eigentlich nur noch einen Schluck Sprit, der dann für die restlichen, ja, 15 Minuten reicht. Wo Jens Purkott und Edgar Ostermann immer noch ganz vorne unterwegs. Also die haben immer noch nicht gestoppt, aber wir haben hier in einzelnen Rennen in der Vergangenheit hier schon gesehen, dass in die letzten bei 8 Minuten vor Schluss ins Ziel kommt. Jetzt habe ich hier irgendwas rechts langsam gesehen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wer das war. Oh, Jens Purkott ist jetzt in der Box. Und jetzt gucken wir mal vor zu Edgar Ostermann. Der ist auch in der Box. So. Ja, da werden sie nicht vorbeikommen. Das wird nicht reichen. Die sind jetzt mal gerade im Schiller S. Guck mal, wie lang der Boxenstopp hier dauert bei Ostermann. Ja, 20 Sekunden, so mehr oder weniger. Und dann ist er hier wieder draußen. Die Boxengasse relativ kurz. Ja, und er verlässt als Führender wieder Boxengasse. Und hier kommen die Verfolger. Also da hat er einigermaßen sauber Vorsprung. Da wird nicht mehr allzu viel anbrennen. Und es sollte jetzt eigentlich wieder richtig sein. Edgar Ostermann führt vor Micha Gehrig auf Platz 3. Dennis Erner, Patrick Flüchsigsthaler auf der 4. Jens Purkott auf der 5. Allerdings dann auch schon mit ordentlich Rückstand. Auf der 6 Danny Volkert, auf der 7 Stefan Hauenstein, 8 Jan Baskenis, Ulrich Windmüller auf der 9, Kevin Flitsch auf der 10, Jens Erner 11, Arne Bachem 12, Robin Frischkopf 13, Thilo Bunkowski auf der 14, auf der 15 Micha Tröscher, Günter Karrer auf der 16, 17 Micha Bregartner, 18 Janosz Machwinski, Ralf Minwegen auf der 19, Laubach auf der 20 und Dominik Smoll auf der 21. Allerdings ist der Dominik raus. So, Robin Frischkopf fährt auch nochmal schnellste Rennrunde. Das nützt ihm jetzt aber erstmal herzlich wenig, weil er ist irgendwo auf Platz 13 unterwegs, hat vielleicht beim Boxenstopp noch ein bisschen, jetzt ist er 12. Also der macht jetzt hier, jetzt ist er wieder 13. Dann gehen wir da mal hin. Was er mit dem Arne? Wo ist der? Was war das denn? Nö, er ist 12, also alles ist gut. So, da haben wir den Patrick, den eigentlichen Polesetter in diesem Rennen. Na gut, ich hätte ihm schon einen Podestplatz gegönnt. Aber gut, hat nicht sollen sein. Außerdem haben wir noch 8 Minuten und der Norrisring sagt, wir haben hier schon andere Favoriten sterben sehen. Was man natürlich niemanden wünschen. Aber wenn es zu Ende, wenn es zu Ende ist. So, und so wie es aussieht, Micha Gehrig, ihr Willens, seinen zweiten Platz mitzunehmen. Das wäre, wie gesagt, sein dritter Podestplatz. Ich habe das vorhin im ersten Rennen auch gesagt. Und dann ist es nichts geworden. Dann hat man ihn da kurz vor Ende abgeräumt. Und mal hoffen, dass das hier nicht passiert, von einer Überrundung abgeräumt. Das muss man noch dazu sagen.
Wenn ihr nachher hören wollt nach dem Rennen, was die Fahrer zu ihren Rennen zu erzählen haben, bleibt dran. Es gibt natürlich hier dann die Interviews der ersten drei beider Läufe. Dass der Ostermann da vorne erstmal weg ist, das ist wohl unbestritten. Ich habe hier schon wieder ein Connection Reset. Im Timing, das ist, macht mich alles ein bisschen nervös hier. So, Ostermann, wie gesagt, 7 Sekunden Vorsprung. Ja, und dann eigentlich tatsächlich hier nicht wirklich was eng. Wir gucken mal weiter nach hinten zum Micha Bregartner. Da ist es nochmal eng. Auf Platz 17, der fährt hier nämlich gegen Günther Karrer. Wollen wir mal hoffen, dass er nämlich so in die Karre reinfährt. Ja, und der Günther lässt sich da auch nicht... ja, das hat erstmal funktioniert zwar, aber schauen wir mal. Upsala. Und da gab es wieder Außenspiegel. Also wir haben hier wirklich einen regen Handel mit gebrauchten Rückspiegeln, Seitenspiegeln. Könnt ihr euch sicherlich das ein oder andere Mal melden. Im Übrigen gibt es in Kürze Simrace TV Aufkleber. Das wird demnächst auf Simrace TV angekündigt und ihr könnt die dann auch dort direkt bestellen in so einem kleinen Shop. Zum Selbstkostenpreis selbstverständlich, also das ist einfach nur die Produktions- und Versandkosten. So aufzahlen möchte ich da nicht, aber wäre vielleicht ganz schön, wenn der ein oder andere sich so ein Ding bestellen wird und wird so irgendwas um die 4 Euro, 4,50 Euro kosten mit Versand. Also sind 35 cm breit, 3,5 cm hoch, sind auf transparenter Folie. Wer dunkle auf einem dunklen Untergrund kleben will, das muss man dann auswählen. Und upsala, so, und jetzt hat er das Auto hier quergestellt. Das ist dann erstmal, ja, nicht so gut gewesen. So, und der Micha Gehrig hat jetzt 1,5 Sekunden Vorsprung. Und das sieht doch ganz so aus. Und Robin Frischkopf gerade mal eben noch auf die Position 11 gefahren. Ui. Das gucken wir uns nochmal an. Hat er den hier ausgehebelt? Nee, hier kommt er ganz klar besser durch. Upsala, nee, das muss man sagen, das war die eigene Schuld. Ich glaube, der Jens Erner war das. Wir gehen wieder live. Und gehen wieder nach vorne zum Dennis Erner. Der nach wie vor noch irgendwie dran ist an Micha Gehrig, aber der hält die Sekunde so mehr oder weniger konstant. Ja, beim Anbremsen nicht so sehr. Ups, und ich glaube, jetzt ist Erna auch deutlich besser hier durchgekommen. Das könnte jetzt einen Angriff geben. Jetzt muss er nur aufpassen, dass er links bleibt. Er muss links bleiben. Ansonsten, das ist ja echt... Wow. Das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass er da noch quer rüberzieht, obwohl er wirklich noch nicht so hundertprozentig vorbei war. Aber Gehrig hat das drauf hier. Naja, hat aber jetzt hier das Nachsehen. Jetzt muss er hier zurückstecken, ja. Oh, und das 3 Minuten vor Schluss. Leute. Michael Gehrig jetzt Dritter. So wie es ausschaut, hat der Porsche deutlich mehr Topspeed, wie man jetzt hier auch gut erkennen kann.
Jetzt versucht das hier innen. Da sehen wir es hier im linken Außenspiegel. Es hat nicht gereicht. Das wird nochmal richtig brenzlig hier. Erna auf der Geraden. Mehr Topspeed als Gehrig. Upsala, da war ein Fehler von Erna. Ja, und das lässt sich natürlich ein Michael Gehrig nicht zweimal sagen, so eine Einladung. Nimmt er an, aber ich befürchte mal, der höhere Topspeed von Erna wird dazu führen, dass er hier wieder vorne ist. Ja, zumal er auch auf der inneren Linie ist. Upsala, und Gehrig zieht durch. Oi. Zu zweit hier nebeneinander ins Schöller S. Und jetzt ist allerdings Gehrig auf der besseren Linie. Und jetzt muss Erna zurückstecken. Er muss zurückstecken. Oh, Wahnsinn, der zieht hier durch. Zieht hier voll durch, kommt jetzt quer. Und jetzt ist Gehrig wieder vorbei. Meine Fresse, was ist das hier für ein Zweikampf zum Schluss hin? Wir sind jetzt definitiv... wir sind noch nicht in der letzten Runde. Der Führende ist jetzt gerade bei Start und Ziel drüber. Bei 47 Sekunden Rundenzeit fährt er nochmal. Also das Duell haben wir hier noch eine Runde. Beziehungsweise noch zwei Runden. So, und Gehrig muss jetzt sehen, dass er hier Boden gut macht. Hier im zweiten Sektor, inklusive Schöller S, dass er hier wirklich... Ja, das sieht aber... Oh, der Erna, was macht denn der hier? Meine Fresse! Oh, da ist ein bisschen heftig über den Körb gekommen. Das könnte jetzt reichen für Gehrig. Ich glaube nicht, dass Erna jetzt hier einen Angriff setzen kann. Auf der Start und Ziel. Wir sind jetzt definitiv in der letzten Runde. Und sorry, Edgar, wenn ich dich jetzt hier nicht zeige, der Erna hat doch ein Rad ab. Sorry, der hat doch ein Rad ab. Also das war ja wohl der Oberbrüller. Was treibt denn der da? Das war wahrscheinlich so, das ist meine letzte Chance. Ich muss versuchen, da irgendwie durchzukommen. Ja, das war's. Definitiv, das war's. Wir gehen vor zum ersten. Er kommt jetzt hier über Start und Ziel und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Edgar Ostermann. Doppelsieg hier auf dem Norrisring. Besser kann es nicht laufen. Platz 2 definitiv für Micha Gehrig. Der freut sich natürlich mächtig. Und Jens Erna auf der 3. Platz 4 für Patrick Flüglisthaler. Platz 5. Jens Burkhardt, geht da nicht noch irgendwas kaputt? Nee, der fährt wirklich auf 5 hier ins Ziel. Naja, freuen wird er sich wohl nicht. Auf der 6 dann Stefan Hauenstein. Auf der 7 Danny Volkert. Jan Baskenis, immerhin noch ein 8. Platz, aber alles andere als zufriedenstellend. Platz 9 für Ulrich Windmöller. Der wiederum wird sich wohl freuen. Kevin Flitsch auf der 10. Robin Frischkopf auf der 11. Platz 12 für Arne Bachem. Ich glaube, auch der wird einigermaßen zufrieden sein. Micha Dröscher auf der 13. Jens Erna 14. Thilo Bronkowski auf der 15. Auf der 16. Günther Karrer auf der 17. Micha Bregartner. Janosch Machwinski auf der 18. Ralf Minwegen auf der 19. Laubach auf der 20 und ausgeschieden Dominik Smoll auf der 21. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir hier die Herrschaften dann in das Interview bekommen. In unseren Interview-Channel. Traue mich immer gar nicht, da oben jetzt so reinzuhorchen, aber die kommen schon alle. Die kommen schon alle. Also, da geht hallo, einiges. Ja, genau. So. So, es ist ja höchst selten, dass man von 6 möglichen Interviewgästen 5 da hat. Normalerweise sind das immer
wenigstens zwei, die oder oftmal auch zwei, die sich irgendwie die Plätze auf den in den Rennen, in den beiden Rennen dann ja irgendwie aufs Podest fahren. Heute haben wir tatsächlich fünf verschiedene Fahrer hier und ich bin doch einigermaßen erstaunt, wie das Ganze hier heute dann doch noch irgendwie funktioniert hat. Bevor wir zu den Siegerehrungen der einzelnen Fahrer kommen, beziehungsweise zu den Interviews, der Jens ist natürlich wieder hier, wobei ich natürlich überhaupt gar nicht weiß, was der hier will. Aber Jens, mein Lieber, Ich fürchte, dass du deinen Job richtig machst. ja, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Mach Ich du mal weiß. deinen. Ja. Mein lieber Jens, eine Information fehlt mir tatsächlich. Was war beim ersten Rennstart? Warum musste der Start wiederholt werden? Was war da los? Ich hatte einen Disconnect irgendwie direkt schon am Start. Und die Jungs waren so nett zu sagen, okay, komm, dann machen wir einen Restart. Als eigentlich Okay. gibt es ja in unserem Reglement keine Restarts. Als Konsequenz daraus habe ich mich dann auf den letzten Startplatz versetzt. Deshalb musste ich ein bisschen die Startaufstellung bearbeiten. Darum hat das ein wenig gedauert. Aber Alles das war klar. einfach eine nette Geste der Jungs. Alles klar. Na, dann ist das ja erstmal soweit geklärt, weil nämlich dadurch, dass du da schon in der Startausstellung standst, aber dann irgendwie erst bei den ersten zwei Runden auf Platz 1 warst, ist das alles durcheinander gekommen und ich wusste nicht, woran es liegt. Genau. So. Dann kommen wir mal zum Danny. Danny Volkert. Ist er da? Ich bin hier, jo. Ne, nicht, dass wir wieder vergessen, Mensch. Das wäre ja ganz fatal. Ja, Danny, Glückwunsch erstmal zum dritten Platz im ersten Lauf. War ja, ging ja heiß her, erstmal grundsätzlich, oder? War doch ein geiles Rennen. Ich weiß nicht, wie es für dich ausgesehen hat. Gab ein bisschen Kuddelmuddel am Start. Ich habe mich tierisch über meine Pole gefreut. Mehr war nicht drin. Ich habe einen Rempler bekommen. Ich weiß noch nicht von wem. Werde ich mir gleich mal anschauen. Und dadurch natürlich auf Platz 3 noch zurückgefallen. Ist okay. Ich kann damit leben. Ist gut. Geiles Ja, ja, Rennen. ja. Ja, na, beim ersten Start oder ja, da hat ja der Edgar dich komplett verblasen. Beim zweiten Start sah das dann, ja, war es etwas, ging es nicht ganz so weit nach vorne, aber letztendlich dann für Edgar meine ich jetzt. Aber gut, was jetzt bei dir genau gewesen ist, weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig. Aber nichtsdestotrotz, ganz kurz zum zweiten Lauf, da ging es ja ganz nach hinten. Was war denn da los? Ja, ich kann es dir nicht sagen. Es gab irgendeinen Crash. Ich hatte mit Tilo ein Problem, glaube ich. Dann gab es mit, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, ich weiß nicht. Irgendwer hat mich getroffen und dann ging es einmal nach hinten und dann wieder nach vorne. Ja, genau. Also am Schluss ja dann, ich sag mal, wenigstens noch Platz 7, immerhin. Also kann man ja jetzt erstmal, ja gut, ganz zufrieden wirst du nicht sein, aber ich denke mal, für so viel Action und so viel Rennspaß, den man hier auf dieser Rennstrecke hat, war es dann am Ende dann ein versöhnliches Ergebnis. Ja, man kann ja sehen, also es gibt andere Fahrer, die sich auch mehr erhofft haben und wenn es eben nicht passt, dann passt es nicht. Auf der Strecke ist immer schwierig und ich bin ganz froh, so durchgekommen zu sein. Also da gibt es Ja. andere Schicksale hier. Das glaube ich wohl. Das ist richtig, ja. Kommen wir zum Zweitplatzierten, der 30 Kilo behaftete Herr Frischkopf, Robin. Sag mal, ja, gut, letztes Mal haben wir Claudio die Frage gestellt, was müssen wir dir ins Auto packen, damit es mal irgendwann nicht mehr aufs Podest geht. Aber das war ja heute dann, war ja auch ein bisschen abwechslungsreich für dich, zumindest der erste Lauf. Ja, also wenn ich mich recht erinnere, habe ich sogar 50 Kilo noch und einen mächtigen Schnupfen. Also ich bin froh, dass ich überhaupt mitgefahren bin heute. Ich wollte Ja. gestern eigentlich trainieren, ging nicht. Ja. Dann heute die ersten Runden mit dem GT hier gefahren. Daher bin ich zufrieden mit dem ersten Rennen. Das zweite Rennen war Katastrophe. Ja, gut, dafür war ja dein Teamkollege dann etwas besser unterwegs. Nichtsdestotrotz können wir ja eigentlich ganz froh sein, dass du Schnupfen hattest. Sonst, ja, ne, also, naja, okay, war ein Spaß, Versuch eines Spaßes. Nein, Kevin, Robin, im Großen und Ganzen denke ich mal, zumindest der erste Lauf geht für dich in Ordnung und du hast anfänglich noch versucht, mit Edgar zu fighten, das hast aber relativ schnell dann aufgegeben, ne? Ja, genau, weil er war dann einfach weg und was wollte ich dann groß Ja, machen? genau.
Ja, nichtsdestotrotz ein zweiter Platz rausgekommen. Von daher dafür Und Glückwunsch. die schnellste Rennrunde. Und die schnellste Habe Rennrunde. ich Und mich das sehr glaube gefreut. ja, und das in beiden Läufen. Ja. Also auch im zweiten Lauf hast du das nochmal fertig gebracht. Und ja, steht hier noch in meinem Timing, also muss noch stimmen. Ja, wie gesagt, also das auf alle Fälle gibt es ja auch irgendwie einen Zusatzpunkt, ne, für den ersten Lauf, oder? Genau. Genau. So, kommen wir zum Doppelsieger. Edgar, das machen wir gleich in einem Aufwasch. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch oder wir warten noch mit dir. Nee, wir warten noch mit dir. Genau, du kommst dann erst ganz zum Schluss. Richtig. Dennis. Da, der Herr Erner. Oh Mensch. Jo. Da kommt noch so ein Schnaufen, kommt hier noch an. Das ist, das war ja hier heute wirklich, was soll ich sagen? Also, kann mich aufgrund der vielen tollen Fights, die man hier im Laufe dieser Saison sieht, immer nur an das letzte Rennen zurückerinnern, nämlich das, was ich gerade eben kommentiert habe. Aber diesen Fight mit Micha Gehrig, ich glaube, ganz ehrlich, das war schon eher eine Ausnahme, Aktion. Also das war ja mal richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch da gleichzeitig immer noch auf meinen Sprit achten, ob ich auch ankomme, aber das hat gepasst. Und ja, war hammergeil. Und diese eine Aktion in der vorletzten Runde beim Anbremsen von der ersten Kurve habe ich ja so ganz wild geblinkt, weil ich wollte dem damit zu sagen, hier, pass auf, ich habe mich hier verbremst, ne, dass ich schon abräume. Und naja, ist ja nun mal gut gegangen. Oh, ja, Hammerrennen, wa? Was soll ich dazu noch mehr sagen? Ja, ich glaube, es war die letzte Runde, wo ich Ja, letzte. dann, also bitte entschuldige, ich habe gesagt, der Erna ist noch nicht ganz dicht. Ja, man hat ja immer so seine Anhaltspunkte, wo man bremst und auf einmal Ja. waren die schon gar nicht mehr da. Da dachte ich, oh Scheiße. Ja, das war Aber. wirklich, ja, weil es hätte mir natürlich in der Seele wehgetan, wenn es den Michael nochmal erwischt hätte, weil den hat es im ersten Rennen schon böse erwischt, auch auf sehr aussichtsreicher Position liegend. Ja, und wenn du ihn da jetzt auch nochmal abgeräumt hättest, ich glaube, dann wäre der jetzt nicht im Interview, dann würde der jetzt im Auto sitzen und würde sich in Richtung deiner Heimatstadt begeben. Ah, ich hab mein Lichtknöpfchen so oft gedrückt, ich glaube, also Ich hab's gesehen. Naja, okay. Zum Glück. Ja. Okay. Ja, kommen wir gleich zu dir, mein lieber Micha. Das wäre heute zweimal Podest möglich gewesen, obwohl, wenn es beim ersten Mal Podest gewesen wäre, weiß man jetzt nicht so wirklich, ob du auch beim zweiten Mal aufs Podest gefahren wärst. Aber letztendlich, sag mal so, ich meine, gut, ihr habt da oben Push to Talk. Was wäre in diesem Teamspeak zu hören gewesen, wenn ihr keinen Push to Talk hättet? Das darf ich hier nicht sagen, glaube ich. Okay, ich Das glaube auch. Ja, ganz, ganz blöde Szene. Ich bin mir jetzt nicht, es war auf alle Fälle ein Aston Martin, der da zur Überrundung anstand, der dich auch anstandslos vorbeigelassen hat und dann irgendwie das Auto weggeschmissen hat beim Anbremsen und dir da voll das Programm ins Auto gerauscht ist. Genau. Ja, und du warst zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich täusche, auf Platz 2, ne? P3, glaube ich. Oder 3, In ja, der auf alle Robin, ja. Fälle. Ja, genau. Ja, Also, ich habe das im Rückspiegel gesehen und habe gedacht, oh nein. ja, genau. Dann war es P3, ja. Also nichtsdestotrotz muss man ja im Prinzip fast schon sagen, Glückwunsch auch zum ersten Lauf, weil das war ja auch eine astreine Vorstellung und zu diesem Vorfall konntest du ja nicht wirklich was. Aber erzähl mal ein bisschen aus dem zweiten Lauf jetzt zu dem Fight mit dem Dennis. Das war ja wohl echt ein Brüller. Ja, er war, ich glaube, vor den Boxenstopps war ich hinter Rösti und ihm. Und da ging er eine Runde vor mir rein und ich dann die Runde danach und konnte mich behaupten, konnte dann langsam den Abstand vergrößern, aber dann kam er doch wieder und dann war ich fix und fertig. Ja, das glaube ich wohl. Und was mich halt total verwundert hat, der Dennis hatte einen Rückstand von knapp einer Sekunde und hat das in einer Kurve zugefahren. Hast du Ja, das mitgekriegt, dass du da einen Fehler gemacht hast? Weil ich konnte es nicht so wirklich erkennen. da lag eine Stoßstange in der Kurve und eine Überrundung. Und dadurch kam man dann ran. Ah, okay. Alles. Ja, kommen wir zum Doppelsieger. Herzlichen Glückwunsch, Edgar. Das war ja mal astrein, auch wenn es im zweiten Lauf erstmal ein bisschen zäh ging. Also ich meine, ganz ehrlich, nur von Platz 10 auf 5 ist ja wirklich jetzt kein Ruhmesblatt, oder?
Nein, ich war zufrieden. Also ich bin wirklich handtutsam in die erste Kurve hinein, habe früh genug gebremst und habe nur gesucht, dass da vorne irgendwo etwas frei bleibt und wollte dann nur durchfahren und das hat schon gepasst, das zweite Ja, Start. War in Ordnung. weil letztendlich, es ist doch zumindest, wenn man so von Platz 10 startet, der Start war ja nicht ganz so überragend wie sonst. Also du hattest schon zu tun, da die Plätze gut zu machen. Aber letztendlich ist es doch wirklich ein Glücksspiel in der ersten Kurve, selbst wenn man selber noch so vorsichtig unterwegs ist, da unbeschädigt durchzukommen. Ne? Ja, es war so ein Glücksspiel wie eben letztens bei der Porsche in der ersten Kurve in Monaco. Also dasselbe Glücksspiel hier. Genau. Aber diesmal hatte ich Glück, wurde nicht gedreht Ja. und hatte sehr viel Liter mit, also 80 Liter. Und deshalb konnte ich am Anfang nicht hinfahren, also zum Dennis und zum Rösti konnte ich nicht unbedingt aufschließen. Aber nach dem Boxenstopp war es klar. Ja. Also das Gewicht war draußen, die Liter waren draußen. Ja. Und es ist gut gegangen im zweiten Rennen. Sehr gut, ja. Ja, Großen und Ganzen. Hammergeil, so wie Nürburgring sein muss, so war das hier auch, wenn es auch ein paar, naja, ziemlich heftige Manöver gegeben hat, aber das ist nun mal einfach auf der Rennstrecke so. Ich habe es vorhin im Stream gesagt, letztes Jahr im Carrera Cup, der Junior hier, der Bachler, hat das halbe Feld abgeräumt und sogar den Rast abgeräumt und weiß ich nicht was. Also, das ist hier einfach mal ein ganz besonderes Pflaster und ja, werden wir mal schauen, was da so beim nächsten Mal alles an, ja, was die Rennkommission, Purkott und Co. Ich weiß nicht, gibt es da einen Co, Jens, oder machst du das Ganze Ja, alleine? nein, 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 das machen wir zu viert oder zu Ah, fünft okay, alles sogar. klar. Ja, also da werden sie gut zu tun haben. Wobei Ja, man die. hier immer irgendwie ein Auge irgendwie auf den Begriff Rennunfall haben muss, weil das ist hier wirklich extrem. Ja. Jens, Edgar, du wolltest noch irgendwie. Na, ich habe nur gemerkt, im Setup-mäßig, dass die anderen also sicher mit ein oder zwei Flügel weniger gefahren sind als ich. Denn auf die Geraden konnte ich auch im Windschatten nicht aufholen. Und mein Ziel war es, eben lange Zeit gute Runden zu fahren und eben setupmäßig auf der sicheren Seite zu sein. Ja, Also ja. darum war mein Flügel auf drei oder vier, vielleicht sogar, jetzt weiß ich nicht genau, also eher auf der sicheren Seite. Ja, letztendlich, wie gesagt, hat es gereicht und das ziemlich überzeugend zum Schluss mit 13 Sekunden, 13,405 Sekunden Vorsprung. Beim ersten Mal war es ein bisschen knapper, aber trotzdem alles sauber gelaufen. War natürlich auch ein bisschen diesen Hammerfight von Micha und Dennis Ja, geschuldet, das. die da sie wirklich sich sowas von gebettelt haben. Also echt unglaublich. Guckt euch das an, wenn wir das jetzt hochgeladen haben. Sie haben ein paar Minuten in der Mediathek und schaut euch das an. Das ist echt ein Brüller. Gut. Jens, wo sind wir in 14 Tagen? Auf dem A1-Ring. Ach was. Jo. Ist ja ein Déjà-vu nach dem anderen hier. Ja, Ja, gut. eine Ne? kleine Strecke. Genau. Ja, genau. Dann werden wir mal schauen, ob die Österreicher dann auch sich dort ja, ihre Landesehre da verteidigen. Hoffen wir. Und genau. Ja, heute wird es auf alle Fälle aufgrund des. Ich weiß es nicht ganz genau mit der Punkteverteilung, aber ich denke mal, Robin wird heute ein paar Punkte einbüßen. Und mal schauen, wie es dann aussieht beim nächsten Mal. Jedenfalls die Meisterschaft wird wieder richtig, richtig spannend. Ist sie ja so schon gewesen, also von daher. Aber gucken wir mal. Wir sehen uns in 14 Tagen, Donnerstag in 14 Tagen hier auf dem A1-Ring und hier bei Simrace TV. Und ich sage erstmal Tschüss an alle und bis bald. Vielen Tschüss. Dank. Heißt das nicht Red Bull Ring jetzt? Red Bull Ring, genau, ja.